Herzlich willkommen bei Barcode. Wir sprechen über das, was in der Zeitung steht, aber vor allem über das, was nicht in der Zeitung steht. Unsere Gäste heute. Sie ist Juristin und Ministerialrätin im österreichischen Verteidigungsministerium. Heute ist sie aber ganz privat als Autorin und Publizistin hier. Wir begrüßen Monika Donner. Außerdem Autor und Friedensaktivist Erich Hambach. Robert Stein ist auch wieder zu Gast. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, schön, dass ihr da seid. Was darf ich euch denn für den Anfang zu trinken anbieten? Kaffee schwarz, bitte. Kaffee schwarz. Wasser mag ich. Ja. Robert, du nimmst wie immer einen Tee, oder? Wasser mag ich, ja. Alles klar. Ich habe gleich mal für den Anfang eine Zeitung, ist schon ein paar Tage her, mitgebracht aus der Süddeutschen. Wenige Tage nach der Trump-Wahl hat mich das doch sehr angesprochen. Am Kiosk, nämlich die flache Erde ist abgebildet. Unter dem Tenor, jetzt wird es ganz verrückt, die Leute, die an die flache Erde glauben, haben jetzt auch Donald Trump zum Präsidenten gemacht. Ja. Können wir das bestätigen? Geniales Bild. Wer war das? Die Süddeutsche, natürlich. Das Flaggschiff der deutschen Aufklärung. Mir erinnert das mehr an ein Ei. Vielleicht sollte man die Henne suchen, die das gelegt hat. Ja. Früher ist man für verbrannt worden und jetzt steht es in der Zeitung. Ja, es ist also wirklich erstaunlich, was jetzt in den letzten Wochen wirklich passiert ist mit diesen Trump-Auswürfen, alles, was danach kam. Also das werden wir jetzt im Detail besprechen. Also da haben wir ja genügend Futter bekommen. Wir haben ja einiges auch schon gesehen die letzten Wochen. Aber was mich viel mehr interessiert, Monika, ist, jetzt würde ich gerne ein paar Fragen an dich stellen. Und zwar Ministerialrätin im Verteidigungsministerium. Das klingt ja alles sehr solide, Beamtenlaufbahn und so weiter, sehr konservativ, nehme ich mal an, die Leute alle eingegleist auf ihr Gleisbett und so weiter. Wenn da jemand wie du auftaucht, wie ist es da? Bist du dann da, fängt man zu tuscheln an auf dem Flur, gehen die Leute zur Seite oder hat man sich jetzt mittlerweile dran gewöhnt? Meinst du wegen meiner Schulterbreite oder? Was sprichst du da jetzt? Wegen deiner Gesamterscheinung, ja. Aha, du kommst der Elfen gleich um die Ecke dann, ja, und dann. Ja, so als Walküre, ja, weißt du, was du meinst? Die Leute haben sich ja gewöhnt dran. Das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen entstanden und sie haben ja gewusst, dass ich als Mann zur Welt gekommen bin. Ich habe ja als Mann, also als Bub zur Welt gekommen bin. Und ich war ja Offizier früher, aktiver Offizier beim Bundesheer bei der 4. Panzergrenadierbrigade. Und bin dann ins Verteidigungsministerium gekommen und bin irgendwann meiner inneren Stimme gefolgt, die gesagt hat, ich werde einmal als Frau leben. Ja? War das ein Coming-out-Moment von jetzt auf nachher oder Nein, war das so ein, das ist schleichend, Prozess, es ist schleichend, ja? Aber ich habe dann, um Klarheit zu schaffen, wann war das? 2009 in Österreich beim Verfassungsgericht so verkämpft, dass sich transsexuelle Menschen nicht mehr operieren lassen müssen. Da war ja Operationszwang, ne, um eine simple Personenstandsänderung durchführen zu können, was in England mit Handstrich gegangen ist am Amt, musste man in Österreich und Deutschland sogar eine Fleischbeschau machen nach einer Operation. Seitdem ich das beim Verfassungsgerichtshof und eine Freundin von mir beim Verwaltungsgerichtshof abgeschafft haben, gibt es Wahlfreiheit. Und in Deutschland ist es unter Bezugnahme auf meinen Fall in Österreich seit 2011 Rechtslage, dass sich niemand mehr operieren lassen muss, um sein soziales Geschlecht zu ändern. Denn körperlich kann man es nie ganz ändern. Logischerweise, du kannst aus einem Frauenkörper keinen Männerkörper machen und auch umgekehrt nicht. Ja, es lebt sich freier. Das war ja, glaube ich, auch eine Frage von dir. Also ich frage deswegen nach, weil ich zum ersten Mal in der Situation bin, dass ich mit jemandem sprechen kann, der seinen Weg gefunden hat. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die irgendwie im falschen Körper aufwachen oder das Gefühl haben, sie sind nicht richtig, aber aufgrund der sozialen Zwänge sich eben nicht trauen. Und deswegen interessiert es mich, was du da für einen Weg gemacht hast. Gab es Widerstände? Gab es irgendwie, ich meine, das Elternhaus, das Umfeld, die fangen natürlich alle erstmal an, komisch zu gucken. Wieso? Wie kommst du jetzt da drauf? Wie bist du mit diesen ganzen Dingen umgegangen? Heimlich. Ich habe ein Doppelleben geführt. Also die Zuseher können sich das dann auf monika-donner.at ansehen. Nicht wiederzuerkennen, ja. Der weibliche Part, die Wochenenddiva und der Offizier, ich hatte dieselbe Frisur wie du, ja, also zweimal zurückgeschleckt und sie war fertig. Und das war unter der Woche der Offizier
und am Wochenende die Wochenenddiva. Und ich habe mich zwar nicht als andere Person gefühlt, aber irgendwann war es dann auch eine Uniform. Welchen Dienstgrad hast du gehabt? Hauptmann zuletzt. Hauptmann, ja. Und ist ja wieder treffend, ne? Hauptmann. Und, und irgendwann sind eben beide Seiten zusammengeschmolzen, wie ich die Lebens- und Sozialberatungsausbildung gemacht habe. Nebenberuflich, das ist diplomierte Lebens- und Sozialberatung, also nicht so wie in Deutschland im Kaffeesud lesen und Zahlen kriegen dafür, sondern du hast eine psychotherapeutische Ausbildung und da bleibt kaum ein Stein am anderen. Die Steine bleiben dieselben, also Robert Steiner, die Steine bleiben dieselben, sie setzen sich nur anders wieder zusammen und darum kann ich gar nicht sagen, ich habe meinen Weg gefunden, sondern der Weg hat mich gefunden, wie ich es einfach zugelassen habe. Als du deine Veränderung nach außen hin dann auch getragen hast, warst du dann auch beim Militär oder warst du da schon draußen? Da war ich schon im Verteidigungsministerium. Okay. Ja. Weil ich frage deswegen nach, es gibt nämlich auch bei der Bundeswehr eine Frau, die als Mann auf die Welt gekommen ist und die war bei den Jetpiloten vom Waffensystemoffizier, ist die, also sie sitzt im Jagdbomber, im Tornado und da gibt es ja einen Piloten und einen Waffensystemoffizier und sie hat dann quasi sich auch komplett umoperieren lassen, wenn ich das richtig weiß, und hatte da auch einen sehr schweren Gang. Also das hat lange gedauert, bis das die Leute akzeptiert haben, aber sie ist jetzt als Frau auch im Cockpit, mehr oder weniger. Ja. Ist die erste, die einzige, die im Chat mitfliegen darf, als Frau eben, ja. Das ist praktisch geglücktes Gender Mainstreaming, oder? Ja, ja, ja. So kann man auch die Frauenquote erhöhen beim Militär. Ja, scherzen wir immer. Nee, also es war eine Zeit ziemlich stark, so ein halbes Jahr hat so Anpassungsschwierigkeiten gegeben. Also im engsten Umfeld wussten eh alle, was los ist bei mir. Aber es gab dann schon Reaktionen, wie so ein älterer Oberst hat dann gesagt, ja, zu dir kann ich aber nicht Frau sagen, du wirst immer der Mann bleiben. Worauf ich dann gesagt habe, gut, du bist ab jetzt die Frau Oberst, bist einverstanden? Nee, das will ich nicht. Und man hat sich arrangiert, also ein bisschen Frechheit, ein bisschen auf die anderen eingehen. Es bleibt eh nichts anderes über. Dann war der Rechtsstatus da und inzwischen ist es für mich kein Thema mehr und soweit ich weiß auch, zumindest in der Abteilung nicht. Es ist jetzt mehr Thema, dass ich so mich offen deklariere als NATO-Gegnerin, obwohl wir ein neutrales Land sind. Sind wir ja beim Partnership for Peace der NATO und ich bin strikte NATO-Gegnerin. Ja. Habe mich für Neutralität ausgesprochen, habe eine Analyse geschrieben letztes Jahr als in Buchform, die ich der Regierung vorgelegt habe, allen gratis, wo ich gesagt habe, God bless you Putin heißt das Buch, nicht umsonst, also Annäherung mit Russland, zurücknehmen dieser komischen Sanktionen, durchschauen, was die Angloamerikaner hier wieder in Europa nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg jetzt wieder hier Krieg stiften, eigene starke Armee, Panzertruppe aufrüsten und so weiter. Und Deutschland sollte sich das vielleicht als Vorbild nehmen, bla bla bla. Das hat alles schriftlich festgehalten und kurz drauf kam die erste Nazi-Keule. Ich war im Fernsehen mit dem Buch und habe irgendeine flotte Bemerkung gemacht, wie 9/11 war die Reichskristallnacht der USA und habe auch begründet, warum. 1,2 Millionen Muslime mindestens laut Bodycount-Statistik kommen nicht von irgendwoher. Was ist die zweite Reichskristallnacht? Und mir wurde dann in den Mund gelegt, ich hätte mich im nationalsozialistischen Sinne wieder betätigt, die Behörde natürlich sofort eingestellt. Dann habe ich auf einer Demo gesprochen für ein besseres Österreich und vor der Massenmigration gewarnt. Jetzt kommt auch im Buch schon Maßnahmen empfohlen, die man treffen könnte, um dieser Massenmigration für alle Seiten vernünftig zu begegnen. Das war wieder eine Anzeige wert. Jetzt ist die Regierung, hat zum Teil schon Sachen, ich sage nicht, ich habe es direkt beeinflusst, aber sie haben Sachen übernommen in ihrer Ausländerpolitik, die eindeutig mit Dingen korrespondieren, die ich damals schon empfohlen habe, eben letztes Jahr 2015. Und kurz darauf kam eine parlamentarische Anfrage von einem Grünen an den Verteidigungsminister, also im österreichischen Parlament, und da war dann auch Querdenken-TV-Thema. Weil Michael Vogt und ich uns über die Destabilisierung unterhalten haben, über die systematische Destabilisierung Europas. Ne? Plötzlich war das Thema im Parlament. Das sind so jetzt meine Themen und nicht mehr Geschlecht und dieser ganze Ding. Das war so da, vielleicht das auslösende Element, dass ich nicht bestechlich war. Ich kann meine Wahrheit sagen,
ohne dass mich jemand aufgrund eines schwarzen Punkts in meiner Biografie irgendwo unter Kontrolle hat. Mhm. Also war es nicht mehr erpressbar oder war es in keiner Weise erpressbar. Ja, ja, ich frage deswegen auch nach, weil ich das in unserer Gesellschaft auch ein bisschen falsch finde. Das heißt, wenn man so eine Toleranzdebatte, ja, man sollte es tolerieren, wenn jemand so oder so. Ich finde, es läuft falsch, es müsste eigentlich Akzeptanzdebatte Richtig, heißen. Genau. Ja. Toleranz heißt, ja, ich toleriere das, aber eigentlich finde ich es scheiße. So, das ist Toleranz. Man braucht nur aufs lateinische Wort gehen, aufs lateinische Wort, tolerare, erdulden, erleiden. Erdulden, ja, mich genau. Muss erleiden, niemand, das mich, ist mich eben. Muss niemand ja. erleiden. Es ja. muss eine Akzeptanzdebatte sein, das muss man akzeptieren, wenn jemand seinen eigenen Weg gehen will. Nicht tolerieren, finde ich blöd. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Aber auf jeden Fall akzeptieren. Tolerieren ist so wie, ich stehe über dir, wie du sagst, und weil ich halt nett bin, toleriere ich, auf das kann ich verzichten. Also entweder Akzeptanz oder man lässt sich gegenseitig in Frieden, aber sich dauernd erklären zu müssen oder meine Erfahrung im Leben ist, wenn jemand mit dem Finger auf einen anderen deuten mindestens 3 Finger auf dich zurück. Das heißt, es ist ein Problem, das ich mit mir selber habe, wenn ich dauernd im Leben der anderen herumsuche. Ich habe es noch nicht so gelernt, was dich stört, meistens zu dir gehört. Also wenn du irgendwann ein Problem mit einem hast, dann ist es oft etwas, was in dir selber resoniert und dadurch dann du an deine eigenen Geschichten erinnert wirst. Ja? Aber ich habe dich hier als interessanten Gesprächspartner und ich bin schon sehr gespannt, was wir alles rausfinden werden. Du hast ja schon einige Stichpunkte genannt. Ja? Also die Themen werden wir alle abarbeiten. Jetzt möchte ich aber noch kurz mit dir sprechen. Erich, du warst ja schon bei mir in der Sendung. Ja? Stimmt. Sehen wir uns wieder. Gott sei Dank, endlich wieder mal. Und du bist auch wieder aktiv gewesen, du hast ein Buch rausgebracht. Wie kam es dazu? Musstest du das jetzt unbedingt, dein Sendungsbewusstsein war so groß? Also das kann man so nicht sagen, auch wenn ich als geborener Vegetarier auch schon lange erduldet wurde. Im Sinne von Toleranz, um da anzuknüpfen. Wie du weißt, bin ich ja seit einigen Jahren im Bereich Aufklärung für Menschen, Thema Finanzen, Freiheit und Ähnliches unterwegs und ein Verleger, den wir beide kennen, ganz gut kennen, der hat mich eines Tages gefragt, Mensch Erich, wenn du schon Vorträge hältst, schreibst du nicht auch ein Buch darüber? Und da habe ich leichtsinnigerweise ja gesagt und schon war der Autorenvertrag in Gang. Und so kam das auch ziemlich schnell in die Welt. Also mit Sendungsbewusstsein, das ich sicher auch habe, wie viele andere, die eine Botschaft haben, aber ich habe einfach, wir passen Anliegen, einfach die Dinge, die man einfach recherchiert, die du in einem Vortrag, selbst in der Beratung mit Menschen gar nicht alle unterbringen kannst, einfach überprüfbar und nachlesbar zu machen. Und so ist das Buch da. Und der Verleger ist auch gar kein Geheimnis, den können wir auch an dieser Stelle recht herzlich grüßen. Schönen Gruß nach Regen, Olli. Oliver Gerschitz vom Regentreff. Ja, genau. Also sehr glücklich, dass der das auch macht. Wie ist die Resonanz mittlerweile? So, du hast es jetzt seit kurzem erst, ist es auf dem Markt, die erste Auflage, seit Ende Oktober 16 quasi. Ja, also. Und wie ist die Resonanz? Ja. Also, die ist überraschend groß. Also, ich war damit auch geladen, auf die Edelmetallmesse in München ein Referat zu halten vom Veranstalter. Und es war dann, wie berichtet wurde, am Stand vom Buchverlag, der dort eben die Rechte des Verkaufens innehatte, dann scheinbar mit Abstand das meistverkaufte Buch während der diesjährigen Edelmetallmesse. Auch von Exemplaren, die ich dabei habe, das ist immer weg, immer ausverkauft. Scheinbar nehme ich entweder immer zu wenig mit. Und jetzt warte ich auch natürlich gespannt auf die erste Autorenabrechnung im Januar. Und die soll ganz positiv ausfallen, wie der Oliver auch berichtet hatte. Muss ich mal dazwischen fragen, auch wenn man es da hinten auf dem Klavier sieht, wissen die Zuschauer, glaube ich, bis jetzt noch nicht, wie das Buch heißt und worum es geht. Okay, also es vom Inhalt her, oder Titel ist Bargeld AD, Scheiden tut weh. Und das ist eben auch so diese Geschichte, wenn wir uns das Bargeld jetzt auch noch wegnehmen lassen, das wird ja von allen möglichen Notenbankern, Politikern und sonstigen Geistesgrößen uns ja mit fadenscheinigen Argumenten jetzt versucht auszureden, ist unhygienisch, ist nur für Kriminelle und so weiter. Und das widerlege ich, denke ich mal, ganz klar. Dazu erzähle ich aber auch die Geschichte des Geldes, wo es eigentlich herkommt, wie die Menschen durch das Geldsystem, durch Zinssystem versklavt werden und zeige vor allen Dingen auch in mehr wie einem Drittel des ganzen Buches Lösungswege auf, wie wir uns gemeinsam, sowohl individuell, aber auch kollektiv aus dem jetzigen Wirtschaftssystem und Zins- und Schuldgeldsystem herausentwickeln können. Darum geht's. Stichwort Bargeldverbot. Das ist ja eine Debatte, die auch 2016 mit aufkam, verstärkt aufkam, auch bei alternativen Medien. Da werden uns ja Argumente präsentiert, die jetzt erstmal, wenn man nicht weiter darüber nachdenkt, positiv klingen. Also man kann ja sozusagen Steuerbetrug
mit der Abschaffung von Bargeld eindämmen, Drogendealer hätten ein Problem, Kleinkriminelle und so weiter oder generell kriminelle Energien kann man damit bekämpfen. Was sind denn die Hauptargumente dagegen? Also das sind drei Argumente. Das ist hygienische Gründe. Bargeld ist unhygienisch. Man wird also immer krank, wenn man Bargeld in die Hände nimmt. Aber das haben mehrere Studien ja schon widerlegt. Also kannst du abhaken. Im Gegenteil, die Leute sterben im Krankenhaus ja eher an Keimen wie die Fliegen und nicht jetzt, weil sie wegen Berührung von Bargeld eingeliefert wurden. Die beiden anderen, die man häufigsten hört, ist Kriminalitätsbekämpfung. Und das zweite ist Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung. Aber das ist natürlich auch in sich schon fast ein Treppenwitz. Wenn man weiß, dass allein in Deutschland 2015 Cyberkriminalität einen Schaden von über 40 Milliarden Euro verursacht hat, nur in Deutschland in einem Jahr, und man dem gegenüberstellt, dass 30 Jahre vorher, also in drei Jahrzehnten, weltweit alle Banküberfälle zusammen nicht diese 40 Milliarden erreicht haben, also weiß man einfach schon, das stimmt so überhaupt nicht drüber. Hinaus muss man auch sehen, dass das organisierte Verbrechen, die sind so mit Firmenkonstrukten, Panama Papers und Co. aufgestellt. Also so weiß kann selbst Ariel und Dash nicht waschen, wie hier einfach das organisierte Verbrechen sich aufgestellt hat. Also das stimmt so auch nicht. Also mein Eindruck ist eher, je weniger Bargeld es gibt, desto mehr Kriminalität erleben wir eben mittlerweile. Weil sich alles verlagert einfach. Ja, genau, das verlagert sich alles. Also, und also ich sehe auch nicht so viele Kofferträger mit dunkler Sonnenbrille und Schlips irgendwo am München Marktplatz rumlaufen. Also das läuft heute einfach schon ein bisschen anders. Und das Thema Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung, das halte ich eben auch nicht für angemessen, so zu argumentieren. Zum einen sagt die Kanzlerin Frau Merkel ja ohnehin, dass das Thema Wirtschaftsfaktor Schwarzarbeit mittlerweile, wenn es das fehlen würde in Deutschland, dann hätte es ja der kleinste Unternehmer Mittelstand so schwer, den gäbe es dann gar nicht mehr in der Form. Also das finde ich schon mal bemerkenswert, wenn man so will. Und das andere ist, hätten wir ein faires Abgabensystem, also nicht wie heute 70-80% mit den ganzen versteckten Dingen wie Mineralsteuer und dergleichen, sondern vielleicht wie früher den 10., dann hätten wir wahrscheinlich gar keine Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung. Und das hat ja auch Jean-Claude Juncker in Luxemburg par excellence vorgemacht, wie man Steuern hinterzieht, ganz egal für die ganzen Großkonzerne. Also ich will die Namen jetzt nicht alle aufzählen, da sitzen wir nämlich morgen noch hier. Aber Fakt ist einfach, dass dort in Luxemburg die ganzen Großkonzerne, Apple und Co., eBay und so weiter, pro Jahr in der EU 1 Billion Steuern nicht bezahlen. Und hätten also diese Konzerne 9 Jahre lang einfach ihre Steuern gezahlt, hätte die Europäische Union keinerlei offizielle Staatsverschuldung. Dann müssten wir nicht immer wieder als Privatbürger irgendwelche Banken, die unsere Kohle verzocken, dann wieder retten. Und auch ein gewisser Uli H., der jetzt ja wiedergekehrt ist in Amt und Würden, hat an der Börse, glaube ich, nicht mit Bargeld gezockt, sondern der hat ja doch deutlich im zweistelligen Millionenbereich Steuern hinterzogen. Und an der Börse ist die Währung alles andere als Bargeld. Also das sehe ich doch deutlich anders. Was sind denn die Pro-Argumente für Bargeld? Also warum sollte man es erhalten? Auch wenn jetzt, sage ich mal, die ganzen Verbotsargumente Quatsch sind, aber gibt es denn auch gute Argumente zu sagen, das müssen wir unbedingt behalten? Ja, da gibt es mehrere. Ich möchte mich aber jetzt einfach auf ein wesentliches beschränken. In Zeiten von Big Brother, Big Data, also Digitalisierung ist ja ein Schlagwort der Stunde, smarte Diktatur, die ganzen smarten Geräte, also alles digitalisiert, alles gespeichert, bis hin zu digitalen Bürgerakten, ständig online aktualisierte Bewegungsprofile. Und wenn wir jetzt auch das Bargeld uns noch nehmen lassen, also wenn es abgeschafft werden würde, dann wäre eben alles kontrolliert. Also dann wäre auch dieser kleine Rest von Freiheit eben nicht mehr erlebbar oder auch freie Entscheidungen zu treffen. Das geht ja niemand was an, was ich mir heute zum Essen kaufe. Also selbst dieser Freiraum verschwindet dann. Und der wichtigste Punkt aus Sicht der Politik und Notenbanker ist wahrscheinlich, dass man ohne Bargeld natürlich dann die Bürger ums Vermögen noch viel leichter schleichende Enteignung und auch die direkte Enteignung, wie sie IWF und andere Politiker immer fordern, also 10% hat man ja vorgeschlagen, man kann schon hören, wie sich Schäuble die Hände förmlich reibt im Finanzministerium. Also das ist so die Argumentation, Bargeld muss weg, weil es ist auch teuer, ineffizient,
Und ohne das Bargeld könnte man dann eine vernünftige Zinspolitik machen. Und da schlagen die Größen, die auch dafür sogar noch Nobelpreise bekommen haben in der Vergangenheit, zurzeit aktuell so -5, -6% Negativzinsen vor. Und deshalb muss Bargeld vor allen Dingen weg. Oder wie du richtigerweise sagst, was spricht dafür? Also auch deshalb sollten wir es unbedingt erhalten. Mhm. Weil wenn es kein Bargeld mehr gibt, du kannst es nicht mehr abholen von der Bank. Und also ein dritter Punkt vielleicht auch noch an der Stelle. Man muss einfach wissen, nur Bargeld ist wirklich dein Eigentum oder dein Eigentum, was du im Portemonnaie hast. Und Kontoguthaben, Sichteinlagen und dergleichen hast du lediglich einen Anspruch darauf. Also es gehört dir nicht. Das ist quasi ein Kredit, den wir als Anleger dann der Bank gewähren. Ja, wie es mit Ansprüchen so ist, die muss man manchmal durchsetzen, wenn es eng wird. Und das könnte ein bisschen blöd ausgehen, wenn man sich vor Augen führt, dass von der Geldmenge weltweit haben wir etwa nur noch 4% als Bargeld. Das andere ist nur noch digital, irgendwelche Computerzahlen, Bildschirme, Fiat Money, also es werde Geld, also nichts geschaffen. Das Geschäftsmodell der privaten Banken heute weltweit. Also von daher muss man auch, was die Eigentumssicherung vielleicht angeht, da ein bisschen anders drüber nachdenken. Sollte es tatsächlich so weit kommen, wird es dann einen Edelmetallboom geben? Das könnte ja dann eine alternative Währung sein. Also den Edelmetallboom, den gibt es ja schon seit einiger Zeit. Wenn man sich die asiatischen Länder anschaut, Indien, China und dergleichen, also die kaufen im Prinzip das, was die Notenbanken irgendwie auf den Markt schmeißen, kaufen die alles weg und der Goldpreis, auch der Silberpreis, spiegelt also bei Weitem nicht die reale Nachfrage wider, sondern das wird ja durch Goldman Sachs, Deutsche Bank und andere Finanzinstitute ja regelmäßig manipuliert. Da gibt es ja in den Kongressen in den USA schon Anhörungsausschüsse dazu. Also das ist alles dabei, eigentlich auch aufzufliegen. Natürlich, wenn es in Mainstream, sprich in der Lückenpresse, also Lückenpresse deshalb, weil es, was die Wahrheit angeht, hat es immer gewisse Lücken, dieses Magazin oder auch andere. Also wenn es da mal richtig ankommt, dann wird die Nachfrage natürlich noch mehr explodieren und dann geht es auch richtig durch die Decke, dann wird man vielleicht auch den Preis nicht mehr so kontrollieren können, wie es heute ist. Aber das ist so im Bereich der klassischen Krisenvorsorge, da ist dann noch einiges zu erwarten. Aber wahrscheinlich nicht im Jahr 2017 vor der Wahl wird da wahrscheinlich das nicht nochmal besonders hochgekocht werden. Naja, also wer weiß. Die Glaskugel haben wir selbstverständlicherweise eben nicht. Also ich halte das ganze Finanzsystem mittlerweile für so fragil, dass da im Prinzip entweder es bewusst ausgelöst wird, also wie auch der Börsencrash 29 ja bewusst herbeigeführt wurde und nicht versehentlich passiert ist, weil sich die Märkte überhitzt haben oder so Unfug. Also das kann durchaus im nächsten Jahr bewusst herbeigeführt werden. Es kann aber auch im Prinzip also nicht zufällig, sondern durch einen ganz konkreten Auslöser passieren. Also Stichwort Deutsche Bank, die haben so viel Derivate in der Bilanz, fast wie das weltweite Bruttosozialprodukt. Also wenn da ein bisschen was verrutscht, dann könnte es auch ziemliche Verwerfungen geben an den Märkten. Von daher ist für mich auch dieses Jahr noch, warum nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn ihr alle so Ayo Bobayo sich im Familienkreise dann wieder alle lieb haben, dann so für ein paar Tage mal. Vielleicht passiert es auch da, Bankfeiertag ist schnell gemacht und dann wäre es vielleicht auch kein so schöner Jahreswechsel. Vielleicht aber erst 17, 18, 19 müssen wir uns fast überraschen lassen, aber ich denke, wir müssen von uns aus agieren, wir müssen jetzt handeln, also wir müssen aus meiner Perspektive das jetzige Zins- und Schuldgeldsystem abschaffen, indem wir es überflüssig machen. Also wir müssen etwas Neues kreieren und da ist Bargeld im Moment noch eine Art Übergangsmodus, den wir eben noch nutzen können. Weil wenn wir heute kein Bargeld mehr hätten, dann hätten wir drei ab morgen, du wahrscheinlich auch nicht, irgendein Kontoguthaben. Das hätten irgendwelche Behörden dann einfach gelöscht, gekürzt, gesperrt. Also man würde uns da ganz schön ärgern können ohne Bargeld. Ja, das sind spannende Zeiten. Also es ist ja seit Jahren, zeichnet sich da so ein großer Umbruch ab. Ob das jetzt mit einem großen Crash kommt, ich hoffe es jetzt mal nicht. Es könnte durchaus sein, 2008 war ein Vorgeschmack dafür, was passieren kann, wenn es finanztechnisch alles eng wird. 1929 hast du ja angesprochen, da war es auch gesteuert. 2008 war genauso gesteuert, das weiß man ja alles im Nachhinein. Aber lass uns mal ein bisschen auf die momentane Situation kommen. Das ist ja wirklich, im Eingang habe ich schon gesagt, seit Trump jetzt quasi so anvisiert ist, seit er sein Team zusammenstellt, überschlagen sich ja die Nachrichten in beiden Richtungen. Ich weiß nicht,
wie ihr das alles wahrnimmt. Also ich habe so irgendwie das Gefühl, so kennt ihr Hitchhiker's Guide Through the Galaxy, Anhalter durch die Galaxis, da gibt es den Uncertainty Drive, ja, so den Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Ja, und das ist jetzt irgendwie so. Also entweder kommen wir als Blume an, als Gießkanne oder als Raumschiff. Ich habe das Gefühl, dass momentan nichts wirklich greifbar ist und alles jetzt so vage ist, auf Messerschneide. Also Trump ist für mich auch der favorisierte Kandidat gewesen, ganz klar, weil Hillary war Krieg mit Ansage. Definitiv, haben wir uns auch schon oft drüber unterhalten. Jetzt, nachdem der Herr so langsam seine Mannschaft komplett hat, denke ich mal, sollte man sich auch nicht einfach nur so Augen zu und durch, sondern das könnte auch eine krasse Zeit werden. Also die Leute, die er da in seinem Kabinett versammelt, das sind alles Hardliner. Das sind also wirklich Establishment pur. So viel Establishment-Macht hat noch keiner in seiner Mannschaft versammelt. Also Hollywood sitzt sehr viele Generäle. Generäle, ja. Hollywood. Nur Kanzler, Foreign Relations, die ganzen Clubs, trilaterale Kommissionen, Goldman Sachs, da waren die Jungs alle früher. Ja. Also ist eigentlich das Gleiche wie früher, vielleicht noch schlimmer. Aber besonders interessant ist eben auch der Bezug zur AIPAC mit Donald Trump, gerade im Jahr 2017. Also das ist jetzt vielleicht ein Thema, was auch nicht jeder auf dem Schirm hat, aber gerade die Kabbalisten, für die ist das Jahr 2017 ja wirklich besonders wichtig. Das ist ja das jüdische Kalenderjahr 5777 und die Zahl spielt da halt eine besondere Rolle. Mhm. Und wenn dann Donald Trump vor der AIPAC fordert, Jerusalem zur Hauptstadt Israels zu machen, sage ich mal, könnten schon einige Leute, die wissen, was das bedeutet, hellhörig werden. Also da wäre ich auch sehr aufmerksam, was in dieser Richtung passiert, gerade jetzt in den ersten 100 Tagen. Vor allem sein Schwiegersohn, also sprich der Vater seiner eigenen Enkel, der ist ja Teil dieser ganzen, wie soll ich sagen, dieser Vereinigung oder Club oder Sekte. Ich weiß nicht, wie man es politisch korrekt ausdrückt. Also Chabad Lubavitch, ne, so diese Endzeit-Messianisten, die davon ausgehen, dass es eine biblische Prophezeiung gibt und die dann eben im Jahre des Herrn 5777 den Messias zurückerwartet, aber nur, wenn gewisse Bedingungen beim Bodenpersonal erfüllt sind. Und eine davon ist eben, dass Jerusalem die Hauptstadt ist. Israel als Staat, Jerusalem die Hauptstadt und dann ist dann noch der Tempel im Weg auf dem Tempelberg. Also es gibt so eine Gemengenlage, die ist sehr vage und das ist also jetzt auch wirklich ein schwieriges Thema, weil man sich ja bei uns in Deutschland immer sofort in ein braunes Fettnäpfchen sitzt, wenn man da anfängt zu reden. Aber sich einfach nur davon wegzutun, finde ich jetzt auch nicht so richtig. Aber was mir halt natürlich jetzt aufgefallen ist, zum einen war es natürlich diese unsägliche Medienkampagne während des Wahlkampfs. Also nach der Wahl wurde das mal so pseudo-aufklärerisch gebracht. Im deutschen Fernsehen gab es endlos viel Material über Hillary Clinton. Endlos. Also das ist ja nicht Frau Clinton, sondern es war immer Hillary. So schön familiär mit Vornamen. Trump und Hillary. Also oder nicht Donald und Hillary. Oder Killary. Und man hat dann analysiert, dass es also insgesamt zwei Berichte im deutschen Fernsehen über Donald Trump gab. Es war also ein 6-minütiger Artikelbeitrag im deutschen Fernsehen im Mai während der Kampagne und kurz vor der Wahl nochmal 2 Minuten. Das war alles, was man über Trump gebracht hat, außer den Negativschlagzeilen. Also reine Berichterstattung über ihn, 8 Minuten plus Millionen, gefühlt Millionen Negativschlagzeilen. Mhm. Ich dachte eigentlich, dass dann jetzt so ein bisschen die Erkenntnis durchsickert, dass man da vielleicht in Zukunft anders agieren sollte. Aber ich habe mich getäuscht. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Ja. Und wie ja jetzt, wie wir seit wenigen Wochen wissen, wurde ja die Wahl, wahrscheinlich stimmt, beeinflusst durch eben diese neuen Algorithmen von der Stanford University, die ja Trump angeblich jetzt die Präsidentschaft gebracht haben. Also Alexander Benisch hat da sehr gute Videos gemacht, der hat da auch sehr gut recherchiert, hat in den letzten Wochen sowieso gute Videos, seit Donald Trump gewählt wurde, muss ich mal sagen. Hey. Da geht es um dieses Mikro-Targeting. Also es ist eben nicht mehr so, dass die Algorithmen auf Facebook und YouTube und so weiter nur noch gucken, wie alt bist du, wo kommst du her und was hast du für ein Geschlecht. Das ist Schnee von gestern, ja. Also die kennen dich anhand, ich glaube, wenn du 68 Facebook-Likes gemacht hast, egal was, kennen die dich besser als du dich selbst. Ja, also das ist ein bisschen jetzt, da muss ich kurz einhaken. Also in einigen Jahren ist man der Meinung vom Establishment, man braucht Wahlen dann nicht mehr beeinflussen, weil man vorher eben durch smarte Technologie, Netzwerke und dergleichen das richtige Wahlvolk oder Stimmvieh zur Urne
ohnehin selektiert hat sozusagen, also man hat die dahin gefacebookt oder so ähnlich, genau. Dann braucht man es eben gar nicht mehr beeinflussen. Und was ich jetzt in dem Zusammenhang, was du sagst, also äußerst witzig fand, war, dass man dann also die Wahl überprüfen wollte und hat man eben nicht in diesem IT-Bereich angefangen, sondern da hat man dann Aufnahmen gesehen, wo dann eben Leute diese Stimmzettel per Hand gezählt haben. Also ich weiß nicht, warum man das Zählen anfängt. Wenn man es überprüfen will, hätte man ja woanders ansetzen wollen. Und ich bin da bei deinem Punkt nochmal, ob ich denke, man muss differenzieren zwischen dem, was man uns hier im Westen, also auf dem europäischen Kontinent als Botschaft verklickern wollte, und was in Amerika eigentlich passiert ist. Du hast erzählt, du warst ja eine Zeit lang in Amerika drüben, in diesem Jahr auch. Ja. Was ist denn die Stimmung, die du da aufgeschnappt hast? War es eine Stimmung, die auf der Kippe stand, oder war es ganz klar das Gegenteil von dem, was man uns gesagt hat? Es war ziemlich das Gegenteil. Also ich bin ja auch entsprechend eingestimmt. Ich vermeide sonst die Lückenpresse überwiegend, aber im Flieger kommst du gar nicht aus durch Zeitschriften und dergleichen und ein paar Kommentare. Also eher eingestellt, naja, also Trump, also wer will den schon so ungefähr, also so wie der drauf ist. Und wie ich dann eben 4 Wochen vor Ort war, ich habe wirklich mit so vielen Leuten gesprochen, auch ganz gezielt gesprochen, vom Landarbeiter, vom Gärtner, vom Bauarbeiter zum Investmentbanker, also durch alle Gesellschaftsschichten. Und dort war die Stimmung völlig konträr. Die haben also gesagt, wenn es der nicht wird, okay, also wir wissen, das ist ein Clown. Ich habe keine Ahnung, was der eigentlich vorhat. Und wahrscheinlich ist er auch ein Rassist, ein Sexist. Aber wir sind alles völlig lang wie breit. Aber weiter wie bisher, also Establishment. Und wenn Killary es wird, dann fackeln wir hier die Bude ab. Also dann gibt es Bürgerkrieg. Das war 100% die Stimmung in den USA. Also in diesen 4 Wochen im Mai, das war ja noch weit vor der Wahl, und da hat man ja bei uns schon langsam begonnen, das so ein bisschen in die Richtung aufzubauen. Also den können wir ja gar nicht brauchen. Also das war völlig anders, wie es hier uns eben berichtet wird. Und das schließt sich eben an. Also in Amerika, wenn man Trump nicht hätte Präsident werden lassen wollen, auch vom Establishment her, hätte man nicht Sanders verhindern dürfen, was man ja dann getan hat, sondern dann hätte man quasi, jetzt lassen wir mal einen hin, der was vernünftig macht fürs Volk und dergleichen. Und jetzt ist ein Trump dran, ob es jetzt am Ende des Tages beeinflusst war oder nicht, aber es ist wohl eben auch der Kandidat der Kabale, wie du auch richtig sagst. Da hat man wohl einiges vor, wie auch das Titelblatt vom Economist ja auch aufzeigt. Also schon vor der Wahl war Trump auf der Weltkugel mit den Machtinsignien, also die Kugel und das Zepter in der Hand, also Herrscher der Welt. Also offensichtlich war das schon der Plan, ihn dahin zu bringen. Und wenn man sich jetzt, was du sagst, diese Kabinettsbildung da anschaut, uiuiui, also Anti-Establishment schaut anders aus. Der Spiegel hat ja auch gleich ein paar ganz tolle Titelbilder gebracht nach der Wahl. Da ist dann Trump als Meteor, als glühender Meteor, der auf die Erde zurast, und im Titel, glaube ich, das Ende der Erde und ganz klein, so wie wir sie kennen. Vor kurzem dann jetzt die Trumps in Anlehnung an irgendeine oligarchische Herrscherfamilie und auch mit einem sehr reißerischen Artikel. Ich saß in einem Wartezimmer und hatte Zeit und konnte mir das alles durchlesen. Also wirklich über 6 Doppelseiten, glaube ich, geht da ein Artikel, wie also seine Tochter schon wieder das Armband dabei hatte und das dann beworben hatte. Und also es wird jetzt richtig drauf geschossen, und seine Frau ist ja auch nicht studiert, sondern nur ein Model, nur ein Unterwäschemodel. Ich muss mal darstellen, dass es ein tolles Unterwäschemodel ist. Wer sich die Bilder mal anschaut, finde ich jetzt auch nicht schlecht, so einen heißen Schuss als First Lady zu haben im Vergleich zu Nancy Reagan. Ja, ja. Ist auch nicht schlecht. Also es kann auch Vorteile haben fürs Auge, aber mehr auch nicht. Aber ich sehe ich will nur einfach sagen, die deutschen Medien sind schon wieder so, dass sie sich also jetzt nicht darauf besinnen, einfach jetzt mal objektiv zu berichten, sondern ist auch jetzt von Anfang an wieder eine Parteinahme da. Man hat Besserung gelobt, dass man jetzt quasi genau schaut, was der Trump machen wird. Wenn sie das bei Obama nämlich auch gemacht hätten, dann wäre ich froh gewesen. Also was erwartet ihr denn jetzt? Oder Monika, was denkst du, was jetzt in den nächsten Wochen passieren wird über Trump? Sagen wir mal, es ist jetzt der 20. Januar oder sagen wir der 20. März, der ist jetzt ein paar Tage da. Was steht in den Medien über Trump? Ich zäume mal das Pferd so auf, wie es gehört, nämlich von hinten. Ja, ich vertraue Politikern nicht in dem Punkt, was sie sagen, sondern ich schaue mir an, was sie tun. Mhm. Wobei, das gibt jetzt eine Einschränkung. Was Trump gesagt hat, hat Millenniumscharakter. Was er in Florida bei der Wahlkampfrede
ausgesprochen hat, hat zuletzt John F. Kennedy gesagt. Kannst du das Millenniumscharakter ein bisschen erklären? Er hat ausdrücklich Jahrtausendcharakter. Also ah, okay, das ist so was Großes. Ist, er, hat, okay. Er hat gesagt, dass es eine finanzdiktatorische Verschwörung gibt, die die USA an den Rand des Ruins bringen. Und er hat sich gegen die Globalisierung als US-Amerikanisierung ausgesprochen. Ja, so wie Thomas Barnett, der Pentagon's New Map und so geschrieben hat, kennt ihr Bücher? Ja. Die sind jetzt beim J.K. Fischer Verlag, soll jetzt keine Werbung sein, ich erwähne es nur, übersetzt worden. Der Michael Vogt hat das Vorwort geschrieben und ich den Kommentar dazu. Ja. Also der schreibt ja wortwörtlich, dieser US-Stratege, Globalisierung ist Amerikanisierung. Mhm. Und begründet auch, warum. Trump hat sich dagegen ausgesprochen. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Trump die konstruierte Antithese zur Clinton war. Kann sein. Dieser Fake ist mir egal. Für mich ist entscheidend, was er gesagt und gleichzeitig getan hat. Er hat Worte gewählt, wie sie Kennedy gewählt hat. Und wenn da jetzt drauf keine Taten folgen, dann wissen wir, können wir diesen Planeten zusperren. Ja? Denn der hat ganz klar gesagt, ich will nicht in der Kriegsmaschinerie weitermachen. Also seine Ansprache war im November, war ganz klar eine Kriegsansage gegen den militärisch-industriellen Komplex, gegen das Imperium USA gerichtet. Was er jetzt tut, nämlich diesen Beraterstab, den ihr vorher angesprochen habt, wo viele Generäle drunter sind, aufzubauen, könnte in eine komplett konträre Richtung gehen. Andererseits, Kennedy hat sich auch einen militärischen Beraterstab aufgebaut. Du meinst also, dass das Leute in seinem Kabinett sind, die auch so denken wie er, die eigentlich auch ein Problem mit dieser militärisch-industriellen Maschine haben, die den ganzen Planeten überzieht? Ja und nein. Ja und nein. Wir haben garantiert, so wie in jedem Ministerium, hast du Menschen, die Frieden wollen, und du hast auch in jedem Ministerium Menschen, die Krieg wollen. Ich habe gerade gestern gelesen, USA nehme ich an, ist jetzt meine Beurteilung, gibt es mehr, die auf Krieg eingestimmt sind. Denn die USA leben ja seit Roosevelt, und das muss man endlich einmal auch in Deutschland verstehen, auch wenn ihr NATO-Vasallenstaat der USA hier seid. Ja. Tut mir leid, Österreich ist auch nicht viel anders, aber ihr seid in Extremform, weil ihr das wirtschaftliche Gravitationszentrum von Eurasien seid hier in Deutschland. Deswegen ist das Schlüsselland in dieser ganzen Szenerie, ist Deutschland. Wenn es sowas wie ein, nennen wir es jetzt spirituell, wenn es jetzt sowas wie ein Volk gibt oder ein Land gibt, das noch was bewegen kann oder an dem es liegen würde, ist das Deutschland. Denn der Dritte Weltkrieg zielt mit der Massenmigration und mit der Ukraine-Krise wieder hauptsächlich gegen Deutschland ab. Und man muss es endlich mal aus Sicht der Destabilisierer sehen. Ja? Das sind die, das ist die, ich nenne sie die angloamerikanische Globalisierungsklicke, zu der jetzt vielleicht auch Trump mit hineinwächst. Ja, kann ja sein. Ich will ja nicht. Also Brzezinski hat es ja auch geschrieben. Genau, muss man sehen. Die Strategie ist einfach. Seit 1588 hatten die Briten die spanische Armada geschlagen und lebten in ihrer Splendid Isolation und hatten die größte Flotte. Wer sich auf seiner Insel entwickelt, das gilt auch für Amerika, also für Nordamerika, USA, kann sich in Ruhe entwickeln und kann auf dem Festland in Eurasien stören. Das ist deren globale Vorwärtsverteidigung. Und die Balance of Power, also das Kräftegleichverhältnis dieser Strategie besagt, störe auf dem Kontinent das Verhältnis zwischen der stärksten und zweitstärksten Partei, sprich Russland und Deutschland, und du hast schön Konflikt und Krieg. Also Machiavelli. Machiavelli, nichts anderes. Ja. Das hatten wir beim Ersten Weltkrieg, wir hatten es beim Zweiten Weltkrieg und hat jetzt 2014 mit der Ukraine-Krise, die ja nachweislich von US-Geheimdienstleuten mit ausgelöst wurde, ja, fängt es wieder an. Wenn Trump jetzt sagt, wir steigen aus diesem Globalisierungsszenario aus, dann könnte jetzt wirklich endlich jemand von der deutschen Politik hergehen und sagen, jawohl, wir nehmen den Typen beim Wort und wir Deutschen steigen aus der NATO aus, das müsste passieren, denn die NATO ist aus meiner Sicht nichts anderes als das geostrategische Tool der USA, wird zu 75% von den USA finanziert. Die USA-Generäle, die NATO-Generäle kriegen ihre Aufträge vom Pentagon. Der Chef ist auch immer ein Amerikaner. Ist immer ein Amerikaner. Ja, okay. Das Sprachrohr, der NATO-Generalsekretär ist ein Zivilist. Ja, aber der hat nichts zum Sagen. Der transportiert das, was die Generäle ausmachen. Ja, das heißt, es wäre jetzt an der Zeit, dass Deutschland aus diesem Szenario aussteigt und sagt, wir werden neutral, wie die Schweiz. Ich nehme lieber das Schweizer Modell als das österreichische. Ja, ist zwar auch nicht ganz eine astreine Neutralität, aber noch mehr als die österreichische. Deutschland sollte aussteigen. Starke eigene Armee, wir machen, wäre ein langfristiges Projekt, eine
eine starke europäische Armee, die aber auf sozusagen Vereinigten Staaten von Europa beruht, die auf demokratischer Basis funktioniert. Nicht jetzt wie die EU. Die EU ist Finanzdiktatur, 1:1 ein Abklatsch USA, NATO, EU. Das lässt sich sogar mit den Beschlüssen im EU-Parlament, mit den Beschlüssen im Kongress, wenn der Kongress einen Beschluss gefasst hat über die Ukraine-Krise, ist das fast 1:1 Copy-Paste gemacht worden und steht in der EU-Parlamentsentschließung oder von der Kommission, wie auch immer. Wir müssen die Ukraine in die NATO reinziehen. Also alles auf Konflikt ausgerichtet. USA, NATO, EU. Aus diesem System müsste man endlich mal aussteigen. Und so, wenn das nicht, wenn nicht Deutschland, sollte das in Europa machen? Deutschland ist der stärkste Wirtschaftsmotor, immer noch in Europa. Und daher auch Hauptangriffsziel dieser Massenmigration. Der Terror in Paris hatte ja, der zweite Terror in Paris vom 13. November 2015, war ja nichts anderes als das geostrategische Ziel, hier in Frankreich die Grenzen dicht zu machen, sodass im Sammelbecken Deutschland alles reinfließt. Barnett, die haben ja das alle angesprochen. Europa braucht im Jahr 1,5 Millionen Flüchtlinge. Barnett hat ja auch gesagt, dass er praktisch diese gemischtfarbige Rasse züchten will mit einem IQ von maximal 90. Das hat er nicht geschrieben. Also vom IQ hat er nicht geschrieben. Nein, aber er hat geschrieben, die hellbraune Mischrasse soll gezüchtet, also nicht gezüchtet werden, die soll entstehen, weil dann verschwindet, so seine Utopie, der Unterschied zwischen dem Gap, also den armen Kulturen und den hochentwickelten Cores, also den Herzbereichen, die voll globalisiert sind. Ja? Also er lebt in dieser Gedankenwelt, je mehr wir von denen aufnehmen, umso besser wird die Welt. Genau das Gegenteil ist doch der Fall. Ja? Und da müsste jetzt, das wäre der Lösungsansatz, Deutschland als Vasallenstaat aussteigen aus dem Szenario und sagen, Trump hat gesagt, Globalisierung bedeutet nicht US-Amerikanisierung. Aber die Hoffnung, dass da in Deutschland Politiker an die Macht kommen oder das Rückgrat haben, sich dem zu entziehen, das ist jetzt, also die Hoffnung habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, in Deutschland sind nur diejenigen Politiker, die sonst irgendwie nichts gebacken kriegen. Von KenFM habe ich neulich sehr viel angeschaut und habe da sehr gute Analysen gehört von den Gästen, die er da hatte. Und einer hat es dann so erklärt, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher der Gäste das war, dass es in der deutschen Politik eigentlich nur Schleimer und Emporkömmlinge gibt, die sich da anbietern der Macht. Weil sie sonst irgendwie keinen Weg finden in der normalen Gesellschaft. Und wenn man sich anschaut, der CDU-Parteitag vor ein paar Tagen, da wurde die Merkel ja wiedergewählt als CDU-Vorsitzende und es gab 12 Minuten lang Applaus. 12 Minuten lang. Die applaudiert. Also ich ganz ehrlich, eine Minute Applaus ist lang, zwei Minuten ist beim Parteitag eben. Okay. Zwei Minuten ist schon, wenn nichts mehr passiert, ist schon wirklich extrem lang. Drei Minuten wird es peinlich. Ja. Ich erinnere mich, dass Stalin hatte eine Glocke, die haben so lange klatschen müssen, bis er mal die Glocke gedrückt hat. Dann hat es noch ein paar Minuten gedauert, bis sie aufgehört haben. Ja? Ich will jetzt Merkel nicht mit Stalin vergleichen, aber mir kommt es so. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur, wenn man so lang klatscht, ist es einfach nur bizarr. Und der Gedanke ist dabei, dass in unserer Politik nicht die Leute sind, die das Rückgrat haben, um sich aus diesem Vasallenstatus einfach zu lösen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, klar. Ich fürchte auch, das sind nicht nur in der deutschen Politik nicht da, sondern da kannst du in Europa fast gucken, wohin du willst. Und ich dachte ja, wie ich das mit dem Applaus mitbekommen habe, eigentlich in Schweden wird am meisten mit Mind Control experimentiert, aber ich bin mir seit dem Parteitag da nicht mehr so ganz sicher. Und ich glaube auch, ich bin da mehr bei Einstein, der eben gesagt hat, das Problem wird niemals auf der Ebene zu lösen sein, auf der es entstanden ist. Was für mich in der Konsequenz heißt, die Politik kann und wird es eben auch nicht lösen, sondern wir Menschen müssen es lösen. Auch was du gesagt hast, die ganze Kriegshetze oder auch Richtung Russland wieder, also immer nur Putin, der Böse, das geht eigentlich immer in diese Richtung. Und wenn du aber mit den Menschen sprichst, dann sagt jeder Mensch, ich habe eigentlich eine große Sehnsucht momentan, das ist die nach Frieden. Also es muss letzten Endes vom Volk ausgehen, von den Menschen. Und ich habe auch, ähnlich wie du, nicht die große Hoffnung, dass es von den politischen Parteien auch nur im Ansatz angestrebt wird. Und darüber hinaus muss man ja auch sehen, dass wenn in Deutschland nächstes Jahr gewählt wird mit einem neuen Kanzler oder vielleicht einer alten Kanzlerin, 4.0, dann wird auch erstmal wieder, keine Ahnung, dann wird wieder die Kanzlerakte unterschrieben in USA. Vielleicht gibt es dann auch die große Erläuterung und es ändert sich wirklich, ich weiß es ja nicht. Aber das wäre interessant, der Gedanke, wenn dann wirklich
das Flaggschiff der imperialistischen Weltmacht Amerika, wenn der Kapitän sagt, wir rudern jetzt zurück und wir machen einen auf Kuschelkurs mit Russland. Was würden die deutschen Politiker und die europäischen Politiker machen? Weil Amerika hat ja die Sanktionen über Europa gebracht. Also nicht über Europa, sondern die russlandfeindlichen Sanktionen gebracht. Ja. Europa ist der Kontinent, der darunter leidet. Die amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen sind gewachsen seitdem. Mhm. Also die machen weiter fleißig Geschäft. Und was passiert jetzt, wenn Trump wirklich... Er hat's ja gesagt. Man könnte ihn ja drauf festnageln. Mhm. Junge, du hast das gesagt. Und wenn man weiß, dass seit Ende 45, also seit Ende des Zweiten Weltkriegs, zwischen 20 und 30 Millionen Kriegstote auf das Konto der USA in mindestens 14 illegalen Kriegen gehen. Ja. Wenn man das weiß, Daniel Ganser hat das super aufgerollt. Ja. Wenn man weiß, dass allein im Irak zwischen 1,2 oder 1,3 und 2,3 Millionen Muslime umkamen, sodass ein australischer Wissenschaftler schon geschrieben hat, das ist der Iraker Holocaust und keiner redet drüber. Mhm. Es muss jetzt Leute geben, die das verstärkt rüberbringen. Ja, wie das gehen soll, habe ich jetzt auch gerade keine Idee. Denn wenn ich mir die Mainstream-Medien anschaue, das war das Einstiegsthema über diese Zeitung, für mich gilt inzwischen, wenn einseitige Botschaften kommen, nimm das Gegenteil an und du bist um 90% näher bei der Wahrheit. Ja, so schaut es inzwischen aus. Ja. Definitiv. Ja. Und ich denke, die Leute sind nicht dumm. Denn wenn wir mit den Menschen auf der Straße reden oder mit Bekannten, wie er sagt, die wollen Frieden, und sie durchschauen schön langsam, dass sie alle beschissen werden. Was die Menschen dumm macht, ist diese Vermassisierung, so nenne ich es, dieses Vereinheitlichen. Alle sind in einer Schablone. Und ab 5 Menschen auf einem Haufen werden die Menschen dümmer. Ja, oder von mir aus ab 3. Ja, wir nehmen uns da jetzt mal aus. Aber alles geht dann auf den einfachsten Nenner. Und dann sind wir wieder beim Thema, wie du zuerst gesagt hast. Ja, jetzt wird berichtet über die Schuhgrößen von der Frau von Trump oder die Tochter oder wer jetzt studiert hat und wer nicht. Völlig irrelevant. Mhm. Das, was er gesagt hat, ist wichtig. Er hat gesagt, die US, also die Globalisierung soll keine US-Amerikanisierung mehr sein. Und er will diese Clique, die die USA zerstören will, das hat er ausdrücklich gesagt, ja, die USA an den Rand des Ruins führt, dagegen will er ankämpfen. Wir müssen etwas dagegen tun. General Clark, der Wesley Clark, hat offiziell in einer Rede gesagt, es hat ein Coup d'État, also ein Putsch stattgefunden vor Irak. Ja? Also 9-11 war nichts anderes als der Putsch, um dort drüben die Kriege führen zu können. Wie sie ja schon im September 2000 bei der PNAC, Project for a New American Century, Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert, angesprochen hatten, damit wir da drüben möglichst rasch und intensiv einschreiten können im Nahen und Mittleren Osten, müssen wir, so der Gedanke der Strategen, ein katastrophales, katalysierendes Ereignis in der Größe eines zweiten Pearl Harbor haben. Und dann siehst du, dass es technisch nicht möglich ist, was sie uns vorgaukeln, nämlich die Pancake-Theorie, wo so und so viele Stockwerke im freien Fall einstürzen und pulverisiert sind. Das geht nur, wenn eine gewisse Menge Sprengstoff oder irgendeine andere Technologie im Spiel war, aber es waren nicht Flugzeuge. So, aber der Effekt war der gleiche. 3000 tote Landsleute reicht, um eine Bevölkerung, die eigentlich nichts von Krieg wissen will, in eine nach Rache schreiende Furie zu verwandeln. Ja. So war es im Zweiten Weltkrieg und Pearl Harbor, die wussten genau, dass die Japaner kommen, die haben die Japaner gezwungen durch die Embargo-Politik und so weiter. Und genauso hat man es jetzt auch mit dem 9-11 gemacht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Sie haben Pearl Harbor sogar das Meer freigeräumt. Das war eine Weisung von der Navy, das Meer frei von amerikanischen Schiffen zu machen, sodass die japanische Armada gemütlich nach Pearl Harbor kann. Die Mini-U-Boote, die japanischen, aufgeklärt haben, Feindaufklärung betrieben hat, die wurden ignoriert. Das war ähnlich wie bei 9-11, wo die Jets dann plötzlich Übungen hatten oder überhaupt am Boden blieben. Ja, oder aufs Meer rausgeflogen sind. Zwei Rotten waren einsatzbereit, vier Flugzeuge waren einsatzbereit, alles andere war auf Übungen und hatte genau das Übungsszenario, das bei 9-11 tatsächlich stattgefunden hat. Komische Zufälle. Wenn wir das jetzt hier nur aufzeigen, gibt es sicher wieder irgendwelche Idioten, die sagen, ja, die drei Verschwörungstheoretiker, was hat das mit einer Theorie zu tun? Ich würde das anders
anders bezeichnen. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker mehr, sondern ich bin ein Ermittlungshypothetiker. Ich habe das neulich bei KenFM aufgeschnappt, so dass, wenn Kriminologen an einen Tatort kommen, dann sagen, okay, wer ist gestorben, wann, wie ist die Temperatur, wie lange ist es her und so weiter. Die fangen ja an, erstmal Hypothesen aufzustellen. Wer könnte denn einen Vorteil davon haben? War es die Ehefrau, war es der Sohn, war es der Chef oder wer auch immer? Es sind Ermittlungshypothesen. Und genauso ist es auch, wenn wir uns diesen Fakten nähern, ob das jetzt irgendwelche Kriegsverschwörungen sind oder 9-11, es sind Ermittlungshypothesen. Ja? Also, geiles T-Shirt, lassen wir uns mal machen, Verschwörungstheorie durchstreichen, Ermittlungshypothetiker drunter schreiben. Das ist zwar jetzt, kommt nicht so gut rüber, aber genau das ist es. Man stellt sich die Frage, wer nutzt davon, wer hat etwas davon, cui bono und so weiter. Vor allem zuerst einfach einmal anschauen, was ist technisch passiert. Ja. Es wird hier hypothetisiert, wer hat einen Nutzen, und es wird geprüft, ein Mord mit einer Schusswaffe, in Wirklichkeit war es auch ein Messer. Ja? Ja. Man muss doch einmal den drei Messer im Rücken, Selbstmord. Das ist ja im Umfeld von den US-Wahlen jetzt auch sehr häufig selbst gemordet worden, im Umfeld von Ermittlern oder Leuten, die Dokumente auch geleakt haben, sei es Mitarbeiter vom FBI und dergleichen. Ich möchte zurückkommen auf das, was du gerade gesagt hast vorhin. Jetzt müssen wir ihn eigentlich beim Wort nehmen. Donald Trump, was hat er eben gesagt, und ihn da festnageln. Genau. Aber da fängt es bei mir an und für sich schon an zu bröckeln, weil was hat er denn kurz vor der Wahl noch gesagt? Also Obamacare, völliger Unfug, weg damit, und ich hole die Jungs heim, lass uns die Kriege beenden. Mhm. Binnen 48 Stunden nach der Wahl hat er gesagt, naja, Obamacare, na, so blöd ist das ja eigentlich gar lass nicht, mal da laufen. Müssen wir dann mal gucken, mal schauen. Und übrigens, Iran ist der Feind. Also quasi militärisch-industrieller Komplex, die haben wahrscheinlich in 48 Stunden nach der Wahl schon erklärt, ein bisschen wie der Hase die zu laufen hat. Die Koordinaten verändert. Koordinaten wieder zurechtgerückt oder versucht. Insofern bin ich schon auch ähnlich wie du sehr gespannt, was dann ab 20. Januar eben auch wirklich passiert, wenn er denn im Amt ist. Und zu seiner Kabinettsbildung, also es heißt immer so schön, du sollst deine besten Freunde eng bei dir haben, aber deine Feinde noch viel mehr, also damit du die unter Kontrolle hast. Und das ist so die zweite These jetzt zu der Regierungsmannschaft, die er sich eben auch sucht, dass da wirklich viele dabei sind, die eigentlich pro Krieg weitere Soldaten rausschicken, noch mehr Drohnenkriege. Obwohl der Verteidigungsminister, der ist seit gestern bekannt, ich habe den Namen jetzt leider nicht auf dem Schirm, das ist ein Vier-Sterne-General der Marines, also das sind die härtesten der Harten, der Manly Man doing manly things und so. Und der ist eigentlich bekannt dafür, dass er seine Jungs nicht unnötigerweise in einen Krieg geschickt hat jemals. Also das ist eigentlich eher einer, der auf seine Jungs schaut und nicht will, dass die einfach nur geopfert werden. Das könnte durchaus ein Zeichen dafür sein, dass er mit so einem Typen einen platziert hat, der vielleicht ein bisschen pro Soldat ist und nicht und kontra Imperium vielleicht. Ich weiß es nicht, das ist alles Hypothese. Also das wird man dann in den ersten Tagen nach dem 20., also vielleicht in den letzten 10 Tagen des Januars schon rauslesen können, aber ich denke mal, das wird sein wie immer, dass vielleicht jetzt die Zeit von heute bis dorthin sehr entscheidend sein wird, weil da sind wir ja wieder alle abgelenkt durch Weihnachten und dergleichen. Da werden vielleicht die wirklich wichtigen Dinge auf den Weg gebracht, ohne dass es groß einer mitbekommt, wie wir eben auch Thema Bargeld nochmal in Indien, genau zur Wahl am 8. November haben die über Nacht das Bargeld quasi abgeschafft. Die haben 84% der Bargeldnoten einfach für ungültig erklärt, über Nacht. Und das ist die Blaupause für die weltweite Bargeldabschaffung, weil man will uns wirklich dann zum gläsernen Kontosklaven eben dann machen. Und das hat man bewusst gemacht an diesem Tag, damit man es eben nicht so groß mitkriegt. Aber mittlerweile haben wir über 16 Tote durch die Unruhen dort vor Ort, man hat die Leute wirklich enteignet. Also letzten Endes immer die Finanzindustrie, die dahinter steht. Also lassen wir mal probieren, wie es geht in so einem großen Land. Ist ja auch über 1 Milliarde. Wenn wir die schon mal gemacht haben, haben wir eh schon vielleicht irgendwie ein Achtel oder ein Siebtel der Weltbevölkerung haben wir schon mal durchexerziert. Und 50% haben gar kein Konto, wo man also diese ungültigen Noten in neues Geld umtauschen könnte. Also wie soll das bitte gehen? Und also von daher, das ist schon immer wieder das gleiche Spiel, wie es gespielt wird. Und das wird aber sich ab Januar zeigen. Und ich bin mal sehr gespannt, was bis dorthin so unter der Decke alles noch so durchgemogelt wird, um Weihnachten rum, über den Jahreswechsel. Das ist ähnlich wie bei der Fußball-Europameisterschaft. Da hat man ja in Deutschland im Halbfinale, ist ja Gott sei Dank rausgeflogen, muss man sagen,
weil man am Tag des Halbfinales vorher noch 45 Gesetze schnell durchgewunken hat. Also pro Gesetz 5 Minuten Beratungszeit immerhin. Mhm. Ich möchte gar nicht mehr ausmalen, was da noch passiert wäre, wenn wir ins Finale gekommen wären. Ja, ja. Also was die dann am Finaltag da noch alles durchgeschleust hätten. Ist also immer beliebt bei Fußball. Hat immer zwei Seiten, ja genau. Ja, lass uns aus diesem Unwahrscheinlichkeitsdrive mal aussteigen und in den Wahrscheinlichkeitsdrive rein, so was jetzt wirklich passiert ist. Also nochmal zu dieser ganzen Fake-News-Geschichte. Also offiziell wird jetzt so verlautbart, ich habe es die letzten Tage immer mehr mitbekommen, auch jetzt beim Herweg. Russland hat die amerikanischen Server gehackt und hat irgendwie die Wahl zugunsten von Trump beeinflusst. Und jetzt ist schon die Sorge geäußert worden, dass quasi die deutsche Bundestagswahl nächstes Jahr auch von Russland beeinflusst werden kann. Also ich merke eine massive Konzentrierung von Medienberichten, Artikeln, Radiofeatures und so weiter, die auf die alternativen Medien einschlagen. Ich habe gerade gestern im Auto ein interessantes Feature gehört in Bayern 2 aktuell, Verschwörungstheorien selbst gemacht. Da haben zwei Redakteure sich überlegt, was können wir denn jetzt machen? Und da haben sie die Rauchmelder-Verschwörung gemacht. Sie haben selber ein Video gemacht, in dem sie quasi so im Selbstversuch oder selbst investigativ einen stinknormalen Rauchmelder aus dem Elektronikmarkt für 5 Euro zerlegt haben und haben dann vor der Kamera gezeigt, aha, jetzt haben wir hier das Überwachungsmodul entdeckt und haben das dann bei so einer Verschwörer-Facebook-Gruppe hochgeladen und haben das dann laufen lassen. Mhm. Und siehe da, das Ding ist wirklich viral gegangen und hat sich dann verselbstständigt, also die Rauchmelder-Verschwörung und so weiter und so fort. Und dieses kleine gefakte Experiment war der Aufhänger für diese Sendung, um natürlich dann weiter in diese Richtung vorzustoßen. Dann haben sie dann eine Physikerin aus Wien haben sie interviewt. Ja, die hat jetzt also einen Aluhut auf, weil gegen die Chemtrails und die Handystrahlen und das kann man selber nachbauen, aber nimmt sie das mit 11 und nicht mit 10 Mikrometer, weil das wirkt besser und so. Also wenn man sich das als Normalmensch anhört, so ein Feature, dann ist es ganz leicht, Verschwörungstheoretiker als vollkommene Idioten zu sehen. Ja. Das ist wirklich ganz leicht und ich glaube, dass diese beiden Macher von diesem Feature in dem Glauben waren, dass die da was Gutes tun. Ich merke einfach, dass es hier so einen Kampf gibt jetzt gegen alles, was am Mainstream vorbeilugt. Also unsere Seite, andere alternative Seiten, das wird alles in einen Topf geworfen mit Marilyn Monroe und Elvis und Bielefeld verrührt und dann wird es als quasi als Schuld, oder wir sind quasi Schuld am Übel der Welt. Also ja. Was ist das? Ist das jetzt das letzte Gefecht der Massenmedien, um sich die Deutungshoheit zurückzuholen, oder wie seht ihr das? Paralleluniversum. Das ist ja das beste Beispiel eigentlich. Ne? Also da werden ja im Prinzip wirklich die Trump-Wähler mit Leuten, die an die flache Erde glauben, gleichgesetzt. Ja. Ich merke es seit einigen Wochen auch massiv. Also irgendwas stimmt auch bei Google mittlerweile nicht mehr. Bei Facebook verschwinden auch immer mehr Beiträge. Die Algorithmen wurden bereits angepasst. Also ich beobachte das seit 10 Jahren auf YouTube und ich kann da mit Sicherheit sagen, da wird schon fleißig geschraubt. Klickzahlentechnisch haut da einiges nicht mehr hin bei uns. Aber sei es drum. Wichtig bei dieser Debatte ist ja die Frage, wer will denn in Zukunft bitteschön zwischen Fake News, Meinung und kritischer Berichterstattung unterscheiden? Das will man ja alles drei im Prinzip gerne loswerden. Da bräuchte man eine Kennzeichnungspflicht. Ich muss mal kurz was dazu sagen. Also du stellst schon die richtige Frage. Also ist es jetzt dieser Endkampf oder will man uns total verunsichern? Was geht da eigentlich ab? Ich möchte es kurz herleiten, also wie du vielleicht noch weißt, das Gespräch, Robert, meine Frau war ja über 10 Jahre beim großen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender tätig. Mhm. Unter anderem hat sie auch immer wieder eben Nachrichtensendungen mitbetreut. Also ich weiß ein bisschen, wie die Medien eben arbeiten und ich kann mich da auch dir nur anschließen. Nimm das Gegenteil an, dann bist du zu 90% eben auf der richtigen Spur. Und es ist jetzt grundsätzlich von diesen alternativen Medien, die man damit ja meint, mit diesen Fake News und Verschwörungstheoretikern und dergleichen. Das denke ich, muss man so sehen. Am Anfang wird man erstmal ignoriert. Nach dem Motto, schauen wir mal, wie weit die überhaupt kommen. Wer weiß, vielleicht hören die wieder auf, weil sie pleite sind oder keiner zuschaut, keine Ahnung. Also es war so Stufe 1, erstmal ignorieren. Mhm. Wenn man dann, oh hoppla, die haben doch ein paar Likes und die Klicks sind auch 5-stellig und mehr. Also
sind doch nicht so eine Eintagsfliege, dann kommt eigentlich Stufe 2 und macht sich dann lächerlich. Machen. Genau, also dann macht man Witzchen und Verschwörungstheoretiker und all diese Dinge, alle Hütchen. Mhm. Und wenn man dann sagt, das nutzt auch nichts, dann wird man ernst genommen, dann wird man eben bekämpft, also im wahrsten Sinne des Stufe Wortes. Ja? Und das interpretiere ich jetzt eben so, dass man die alternativen Medien jetzt mit diesem neuen Zauberbegriff Fake News jetzt auch wirklich bekämpfen will. Also in diese Phase treten wir jetzt wohl aus meiner Sicht eben ein und das wird sich mit dem, was meine Frau aus den Fernsehstudios da so berichtet, aus den Redaktionen, durchaus decken. Und es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, das weiß ich aus verlässlicher Quelle, das ist kein Zufall, was jetzt passiert, denn diese ganzen Mitarbeiter von den großen Zeitungsverlagen, Printmedien und auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern und dergleichen sind sogenannte Tendenzmedien. Medien und alle, die redaktionell tätig sind, haben im Dienstvertrag oder im Arbeitsvertrag einen entscheidenden Passus drin, nämlich den Tendenzpassus, der da lautet, wenn du eben, lieber Mitarbeiter, nicht im Sinne des Senders diese Tendenz öffentlich quasi in deinen Beiträgen, in deiner Arbeitsweise mitträgst, mitentwickelst und eben dazu stehst, dann hast du einfach fristlose Kündigung nach sich, nach vielleicht einer Abmahnung, aber das war's dann. Also das ist kein Zufall, dass es jetzt so gibt's passiert. Gibt es auch Vertragsbestimmungen? Man darf nicht gegen NATO oder USA schreiben, sonst bist du weg. Auch, das ist die Policy. Ja, oder gar gegen Israel, wie auch eingebunden immer. Eingebunden in das transatlantische Wertebündnis. Ja. Welche Werte das sind, darüber könnte man was, jetzt sprechen. Was hier abläuft, da haben Michael Vogt und ich eine Sendung drüber gemacht, ist nichts anderes als die Propaganda, die sich Adolf Hitler als ideal vorgestellt hat. Ja? Ich habe da in der Sendung aus Mein Kampf genau die Stellen vorgelesen, wie Hitler sich die ideale Propaganda vorstellt. Du musst einseitig immer die leichtesten Sachen, die jeder Depp verstehen kann, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und wenn es zum Nachteil deines Gegners gereicht, dann darfst oder musst du sogar lügen. Du darfst nicht die Wahrheit sagen, wenn es für den anderen... Genau das passiert in den Medien teilweise, in den Mainstream-Medien. Und das mit dem Kampf, mit dem bekämpft werden, wie du sagst, das hat ja auch Gandhi gesagt, zuerst wirst du ignoriert, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann hast du gewonnen. Ja. Ich habe es erlebt, Strafanzeigen gegen mich, nur weil ich meine Wahrheit gesagt habe, plus eine parlamentarische Anfrage. Dahinter mit dem Verschwörungskonzept steht etwas, was sich jeder aus dem Internet downloaden kann. 1998 wurde ein Dokument bekannt, das ist ein CIA-Dokument, eine Empfehlung an die Medien und an die Regierung, wie man mit den sogenannten Verschwörungstheoretikern im Fall John F. Kennedy umgehen soll. Das ist ein Akt aus 1967. Da steht drinnen, dass die CIA erhoben hat, dass 50% in etwa der US-Bevölkerung nicht an diese völlig absurde Einzeltätertheorie glauben. Mhm. Und daher empfehlen sie den Medien und der Regierung, nicht auf die Inhalte der sogenannten Verschwörungstheoretiker einzugehen. Ja, also so kann man sich historisch erklären, was da abläuft. Sondern sie nur als Verschwörungstheoretiker brandmarken, indem man sagt, von der Person her denunzieren, soweit es geht, irgendwelche Standardantworten bringen, nur um dagegen zu halten. Also keine Faktenanalyse, völlige Faktenresistenz. Mhm. Nur auf die Person, auf den Adressat der Botschaft, auf den Botschafter losgehen, aber auf die Botschaft an sich kein Wort eingehen. Das Dokument heißt, glaube ich, 2560-900. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Wir haben vorhin drüber gesprochen, genau. CIA-Dokument 2560-900. Man braucht nur googeln CIA 1967 Verschwörungstheorie. Mhm. Dieses Dokument ist offengelegt worden, und das ist ganz wichtig hier, von der ARRB, das kennt in Europa kaum jemand, das ist das Assassination Records Review Board, also eine parlamentarische Kommission zur Überprüfung der Beweismittel im Attentatsfall John F. Kennedy. Und da hat der Chefhistoriker, der J.P. Horn, eindeutig analysiert, aufgrund von den Schädelfotos von John F. Kennedy, dass der Schuss von vorne kam, der hatte hinten so eine Austrittswunde. Das Gehirn, so steht es auch im Warren Report, der falsch ist, ja, aber so steht es in der Aussage vom Polizisten, der hinter John F. Kennedy gefahren ist, der hat das gesamte Gehirn von Kennedy abbekommen. Mhm. So eine Austrittswunde am Hinterkopf bedeutet, der Schuss ist von vorne gekommen. Er hatte ja einen im Hals, ne? Auch im Hals, ja. Und also, auf S24 kannst du eine Doku sehen, die es genau gegenteilig erklärt wird. Ja, es ist falsch. Es ist falsch. Ja, natürlich, aber also das ist so bizarr. Also die ARRB, aufgrund dieser Ermittlungsergebnisse ist klar, er hat mindestens 5 Schüsse abbekommen. Mhm.
Lee Harvey Oswald, der in dem Schoolbook Store gearbeitet hat, hat wahrscheinlich versucht, den Präsidenten zu schützen und nicht ihn zu töten. Mhm. Ja? Das ist mittlerweile auch einigermaßen klar, dass er nicht mal die Zeitspanne, also nicht mal den Zeitraum hatte, von oben bis zum Cola-Automaten unten, wo er vom Polizisten aufgegriffen wurde. Ja, und vor allem, warum hat er ihn nicht genommen? Wenn Lee Harvey Oswald der Täter gewesen wäre, dann hat er die ideale Schussposition als das Fahrzeug, also hier ist es der Laden, er kam von Houston Street auf Main Street und dann in die Elm Street rein. Und wenn er von der Houston Street auf die Main Street kommt, dann hatte er ihn 4-5 Sekunden lang auf sich zukommen, direkt vor sich drauf. Mhm. Nein, er hat gewartet, bis er umgedreht hat und dann hinter den Bäumen halb verschwand und da hat er angeblich geschossen. Es ist ein Irrsinn. Und es geht sich auch mit den Einschüssen vom Kopf. John F. Kennedy ist der ultimative Beweis, dass es eine Verschwörungspraxis gibt. Erstens, und weißt du, hat er sie 1961 ganz klar angesprochen. Er hat gesagt, vor der Presse, wir haben, 62 war es, Entschuldigung, nämlich unmittelbar nach der Schweinebucht-Invasion. Die Schweinebucht-Invasion, ich habe das in meinem neuen Buch durchanalysiert, wussten Ellen Dulles vom CIA und der General Lemnitzer vom Pentagon, wussten, dass die Schweinebucht-Invasion scheitern wird, weil John F. Kennedy hat das geschrumpft und hat alle US-militärischen Komponenten rausgenommen. Mhm. Es war eine exilkubanische Invasion, die darauf aufbaute, dass diese Landungsbrigade, also 1400 Mann grob, aus Kuba praktisch Leute requirieren, die hier den großen Aufstand machen. Mhm. Dulles hat analysiert und Lemnitzer, das ist zum Scheitern verurteilt. Diese Analysen liegen auf, aber die sind nicht dem Präsidenten vorgelegt worden. Man hat ihn im Guten glauben lassen, den John F. Kennedy, mit deiner Mickey-Maus-Invasion, die zwar zum Scheitern verurteilt ist, lassen wir dich glauben, dass sie zuträglich ist. Dann war schon Operation Northwoods geplant für 1963. Das ist die Hintergrundgeschichte, wo schon Drohnenangriffe, wo schon US-Kampfjets vorgesehen waren mit kubanischen Hoheitszeichen übermalen, um amerikanische Passagierflugzeuge abzuschießen. Ja, dieses Dokument gibt es. Um die Welt Öffentlichkeit zu manipulieren, so steht es drinnen, für eine vollständige Invasion. Mhm. Diese vollständige Invasion hat Kennedy nicht zugelassen. Mhm. Und er ist dann vor die Presse gegangen und hat gesagt, es gibt eine weltweite, monumentale, rücksichtslose Verschwörung, die auf verdeckte Operationen eben setzt und das zieht sich bis in die Wissenschaft durch. Das hat er gesagt. Nee. 63 war er tot. Und 10 Tage bevor er gestorben ist, hat er seinem Stab, also bevor er ermordet wurde, hat Kennedy seinem Stab den Auftrag gegeben, eine gemeinsame Mondlandung mit Russland zu planen. Denn er hat dieses Weltraumwettrüsten satt. Der wollte den Kalten Krieg beenden, also musste er weg aus Sicht des militärisch-industriellen Komplexes. Also wir haben Ansprache, dass es eine Verschwörungspraxis gibt von Kennedy. Er wird deswegen ermordet. Er hat alles getan, um diese Verschwörungsklicke zu entkräften, vom Militär bis zur Federal Reserve, dieser privaten Zentralbank, bla bla bla. Und er ist dann tatsächlich ermordet worden und sein Nachfolger, Lyndon B. Johnson, ist genau den Gegenkurs eingefahren. Und dann haben wir noch das CIA-Dokument, das besagt, die offizielle falsche Theorie, die Einzeltäter-Theorie an Kennedy anzweifeln, die sind als Verschwörungstheoretiker zu brandmarken. Offensichtlicher geht's nicht. Und also, es funktioniert auch tatsächlich. Ich habe neulich zu Hause, ich habe meine Bibliothek ein bisschen ausgestöbert und habe da ein Dokument gefunden, Geo-Epoche. Ich weiß nicht, kennt ihr denn das Geo-Magazin? Lese ich eigentlich immer sehr gerne. Was sind viele informative Artikel drin? Und da gab es 2003 zum 40-jährigen Jahrestag der Ermordung von Kennedy gab es ein Spezialheft JFK. Also in allen verschiedenen Richtungen. Familie, ein bisschen Home-Story, seine Politik, die 1000 Tage Camelot und so weiter und so fort. Und es war eben auch ein Bericht drin, was ist wirklich passiert. Und es war eine Journalistin, eine Redakteurin, die den Artikel geschrieben hat, summa summarum, sie kann nicht verstehen, warum es diese Verschwörungstheorien immer noch gibt, weil es spricht aber auch gar nichts dafür, dass es nicht Lee Harvey Oswald alleine war. Und da habe ich mir dann echt gedacht, das ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass es so eine globale Machtstruktur gibt, weil wenn man 40 Jahre danach immer noch Einfluss ausüben kann auf Redaktionen und Schreiberlinge oder sonst irgendwann, die dieses Ereignis, was ja wirklich epochal war, so bringen können, dann ist es der beste Beweis dafür, dass es Hintergrundmächte gibt, die an diesen Hebeln sitzen. Also hast du diesen, ganz kurz zu diesen Hintergrundmächten, also bei Kennedy gab es ja noch einen weiteren ganz wichtigen Punkt, warum man eben quasi auch aus dem
Weg räumen wollte, hat er ja einen Präsidentenerlass unterzeichnet und hat einen silbergedeckten Kennedy-Dollar, den sogenannten Kennedy-Dollar ausgegeben. Und das war vielleicht sogar dann die finale Tatsache. Ja. Also jetzt reicht es wirklich nach dem Motto mit dem Typen, der muss jetzt weg. Und Johnson, der Nachfolger, hat ja dann genau das getan. Nach der Amtseinführung hat er den sofort wieder eingezogen, weil ich glaube 4 Milliarden waren schon ausgegeben. Und das hätte wirklich das... Greenback-Dollar oder wie hieß das? Ja, das war mit Silber gedeckter Dollar. Mhm. Und der hätte wirklich die Vorherrschaft der Bankiers gebrochen. Und wenn man sich mal die ganzen Typen wie Chip und Morgan, auch zum Börsencrash 29, was da alles so passiert ist, der hat die einfach alle eingesperrt, die Banker in seinem Hochhaus, und hat mit denen so lange verhandelt, bis jeder bereit war, seinen Beitrag zu leisten. Und erst dann hat er die nach ein paar Tagen wieder freigelassen. Und so kannst du eigentlich jetzt um Jahrhunderte zurückgehen, wie es immer wieder diese berühmt-berüchtigten Bankiersfamilien im Bunde waren, die einfach entschieden haben, wer gegen wen Krieg führt und wer gewinnt. Mhm. Gut, die Kirche hat auch noch ein bisschen mitbestimmen dürfen oder vielleicht haben sie die auch gemeinsam gemacht. Aber im Übrigen, das ist einfach immer das gleiche Spielchen im Hintergrund. Und ich favorisiere da wirklich die Lösung, die von uns ausgeht, vom Volk ausgeht. Es ist im Übrigen auch nicht so, wie uns immer weisgemacht wird, Geld hätte sich jetzt so aus dem Tauschhandel heraus entwickelt. Na, das war jetzt irgendwann mal ein bisschen blöd, immer einen Sack Reis mitzuschleppen, wenn ich irgendwo einkaufen gehe als Tauschmittel. Jetzt machen wir ein paar Münzen, weil das ist irgendwie praktischer. Und damit hat man einfach versucht, das sieht man sehr schön, wie man arbeitet, die Menschen wieder zu konditionieren im Sinne von Evolution. Ah, das Geld hat sich langsam entwickelt und das ist ja ein natürlicher Bestandteil der menschlichen Evolution. Nee, wir wissen heute, dass Geld, wie wir es heute kennen, das Zinsgeld, mindestens seit 6000 Jahren existiert oder gar länger. Und da gibt es auch Dokumente darüber. Zum Teil werden die im Museum von England werden die ausgestellt. Das sind die Königstafeln in Keilschrift. Also dort kann man überall nachlesen. Okay. Die früheren Tempel waren praktisch die Bankpaläste. Die Priester waren die Banker. Ja. Und da gibt es also die Dokumente. Es kam eben der so und so in die Stadt und musste dann eben so und so viel Schekel Silber zahlen als Zinsen für den Kredit. Und es hat sich eben nicht einfach entwickelt. Also das wird uns in der Schule völlig falsch beigebracht. Und mittlerweile gibt es ja wirklich eine Menge Leute, die kriegen da Wirtschaftsnobelpreise für, die alle diesem Irrglauben aufsitzen. Also ich denke, da läuft ein ganz anderes Spiel, ganz langfristiges Spiel zum Thema Teile und Herrsche und Manipulation, wie man ja auch an einem schönen Zitat aus der Bibel entnehmen kann zum Thema Geld und Finanzsystem. Also Johannes Offenbarung, und es macht eben, dass keiner mehr kaufen oder verkaufen kann, egal ob arm oder reich, ob Knecht oder frei und so weiter. Mhm. Es sei denn, er hat das Zeichen oder das Mal des Tieres an der rechten Hand oder an der Stirn, also der RFID-Chip im rechten Handgelenk oder die Zahl seines Namens vom Tier, also die 3×6, was ja auch wieder diesem WWW aus dem Internet, World Wide Web, ist auch der Zahlencode entsprechend die 3×6. Yeah. Also das kannst du öffentlich überall entdecken, auch das Logo von CERN, von dieser komischen Forschungseinrichtung da in der Schweiz, das hat einfach 3×6 um den Namen CERN herum, also man müsste einfach mal hingucken. Hast gerade gesucht, ob da ein Code drauf ist. Genauso, genauso wenn, du, die wenn du diesen Browser... Ja, Barcode, wir werden dafür ja oft kritisiert. Ja, genau, aber finde ich gut. Und auch auf diesem Logo von Chrome, dem Browser von Google, ist auch die 3×6 drin, versteckt in diesen farbigen Kreisen. Also es ist wirklich offensichtlich, wenn man hinguckt, die Symbole sind überall da. Und das läuft einfach ein bisschen anders, wie es in den Mainstream-Medien oder in der Lückenpresse uns eben auch präsentiert wird. Ja, irgendjemand glaubt dann den Schwachsinn ganz offen. Ja, ja, die meisten, also tausendmal die Lüge ist ja auch die Wahrheit. Ja, genau. Es ist super, super, um hier mal einzuhaken, um eine Sache richtig zu stellen. Wir bekommen wirklich sehr viele Kommentare. Wieso habt ihr denn jetzt eine orangene Pyramide als Logo bei Nu7, eins unserer neuen Sendeformate oder eben auch diese Sendung, die Barcode heißt? Da wittern natürlich ganz viele, ja, ihr, ich hab's schon immer gewusst, ihr gehört dazu und so weiter. Es ist natürlich Absicht, um genau diese Reaktion auch bei einigen zu provozieren. Wir gehören natürlich nicht zum Club, auch wenn das jetzt wahrscheinlich wieder nicht alle glauben werden, wenn ich das einfach nur so behaupte. Aber also ich nenne das in meinen Vorträgen immer mit diesem Johannes-Offenbarung, mit dem Zitat, die Leute können es kaum glauben, obwohl ja angeblich alle in die Kirche gehen und auch die Bibel gelesen haben. Okay. Also das ist mal ein langfristiger Plan zur Bargeldabschaffung, weil die Lutherbibel, aus der es im Deutschen ja stammt, ist von 1545 oder 54.
und diese auch nur eine Übersetzung aus einer älteren Sprache. Also wer zum Geier hat eigentlich dieses Zitat, keine Ahnung, 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung irgendwann mal zu Papier gebracht oder zu Papyrus? Es ist interessant, du hast zum Beispiel im masoretischen Text vom Alten Testament, der masoretische Text, an dem verschiedene Mönche übersetzt haben, jeder nur andere Stellen, also keiner hatte das Gesamtbild, da ist nicht von der Rippe die Rede, sondern da steht, die Götter, also in der Mehrzahl, entnahmen dem Adam Zellen. Mhm. Zuerst haben sie ihn in einen tiefen Schlaf versetzt, dann entnahmen sie ihn Zellen, so steht das wortwörtlich drinnen. Das ist immer bei Genmanipulation oder so. Ja, ja, was sonst? Ne? Wo steht das? Im ersten Buch Mose. Super, also gut, dass du... Es ist ja auch interessant für Bibelleser, das möchte ich kurz noch sagen, womit uns diese Erbschuld und auch diese Kriegsmeerkulpa-Psychose aufgedrückt wird, ist ja die Erbsünde, die sie uns von Kindesbeinen an eintrichtern. Wenn, und ich war in einem Jesuitenkollegium, kann ein bisschen Bibel lesen. Ja, ja. Wenn du jetzt in das reinliest, wo Erbsünde steht, ist die Geschichte, wo Adam und Eva da nackt in diesem Garten herumspazieren, und dort spazieren sie ja nur herum, weil Jahwe jemanden braucht, der den Garten bestellt. Wir haben hier aus dem sumerischen Urtext praktisch die Sklavengeschichte der Menschen. Sie wurden geschaffen, um den Garten zu bestellen. Ich habe die Bibel nicht geschrieben, aber so steht es drinnen. So. Ja. Und dann stellen die Menschen fest, sie möchten jetzt gerne von diesem Baum der Erkenntnis essen, wo Gott gesagt hat, also Jahwe, einer dieser Götter, gesagt hat, wenn ihr davon esst, werdet ihr garantiert sterben. So steht es in der Bibel. Dann kommt die vermeintlich böse Schlange und sagt, nein, nein, ihr werdet nicht sterben. Jahwe will nur nicht, dass ihr wie Gott werdet, denn wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr erkennen zwischen Gut und Böse. Die beiden, die Frau dürfte die Schlauere gewesen sein, hat wirklich zum Apfel gegriffen, sie haben gegessen davon, binden sich wie Gott einen Lendenschurz um, weil der hat ja auch was an. Mhm. Ja. Gott schaut hinunter und was sagt er, oder was das auch immer war, ein Raumfahrer vielleicht, und sagt, aha, sie sind wie einer von, er ist, also Adam ist wie einer von uns geworden. Wer hat jetzt gelogen? Jahwe hat gelogen, die Schlange hat die Wahrheit gesagt. Mhm. Der Mensch hat das getan, was seinem Trieb entspricht, das zu kosten, seine Grenzen auszutesten, etwas herauszufinden. Also ist nicht der Mensch der Sündige, sondern Jahwe, diese Fantasiegestalt, ist nichts anderes, so wie es in Johannes 8,44 steht, wo Jesus gesagt haben soll zu den Pharisäern, euer Gott ist ein Teufel, Menschenmörder und der Vater der Lüge. Mhm. Der Vater der Lüge, der im Alten Testament die erste Lüge den Menschen erzählt. Wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Deswegen Vater der Lüge. Und wenn man sich die ganze Bibel liest, man muss nicht alles lesen, aber der Massenmörder ist, der die ägyptischen Babys ertränkt, braucht man nicht weiterreden, einen größeren Teufel gibt es in der ganzen Bibel nicht. Ich kenne diese ganzen Dinge und ich habe mich mit dem Thema auch schon lange beschäftigt, aber jetzt ist genau etwas passiert, was Kritikern an Aufklärungsseiten oder Aufklärungssendungen immer wieder rausnehmen. Schaut mal, jetzt haben sie über das und das geredet und jetzt in diesem Moment, jetzt fangen sie mit den Außerirdischen an und schon werden wir dann in einen Kübel gesteckt und alles wird rumgerührt. Ich will gar nicht sagen, dass diese Argumente überhaupt nichts sind, weil ich interessiere mich sehr für diese Themen, ja, das große Bild, das Übersinnliche, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und so weiter. Aber das ist immer die Methode, die dann angewandt wird von Leuten, die im System so verhaftet sind, die so ganz Mainstream-gläubig sind, dass man sich, sobald man dann einmal die Politik verlässt und sich um spirituelle oder außergewöhnliche Dinge beschäftigt, dass man dann gleich diskreditiert wird sozusagen. So, ja. Verstehst du, was ich meine? Völlig. Ja? Und mir ist es auch völlig, um es klarzustellen, völlig wurscht. In meinem Leben jetzt, ob das jetzt über Außerirdische entstanden ist oder nicht. Es gibt ja viele Wissenschaftler, die sagen, das Leben kam von außen auf die Erde. Ja, natürlich. Ja. Panspermismus, bla bla bla. Ja, ja. Nur der Mainstream ist aber, halt... Aber ich mag nur eines nicht, dass der Mainstream mir erklärt, da war der Urknall und das ist der Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Ich glaube, das ist die größte Verschwörungstheorie von allen. Das ist richtig, genau. Aber was mich wirklich interessieren würde, und das ist eine Frage, die ich euch alle stelle, warum haben Leute so ein großes Problem damit, sich mit einer anderen Realität zu beschäftigen? Krasses Beispiel, also ich erwähne jetzt nochmal KenFM, ich hatte letzte Woche zu Hause großen Umbau im Haus, ich habe viel gearbeitet und nebenzu lief einfach permanent Internet. Ich habe den
Browser eingeschaltet, eine Anlage dazu gebaut und habe, ich glaube, 50, 60 Stunden zu Hause gearbeitet, handwerklich, und habe die ganze Zeit nur Input. Ich habe mir alle KenFM-Positionen reingezogen, alle 8x2 Stunden, und habe da so viele schlaue Leute entdeckt. Und bei einer dieser Diskussionssendungen war ein ehemaliger Kulturredakteur vom ZDF da, Herr Bartels, glaube ich, heißt der. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der hat auch im Fernsehen lange gearbeitet und macht jetzt ein bisschen was anderes. Er saß gegenüber von einem italienischen Kriegsberichterstatter, Grimaldi Chiesa, irgendwie, also die Zuschauer werden es wissen, wenn sie das dann anschauen. Und der hat ein paar Fakten gebracht, dieser Italiener, über die amerikanische Außenpolitik, über 9/11 hat er kurz angesprochen und so weiter und so fort. Also er hat wirklich Dinge, über die wir uns alle im Klaren sind, hat er ein bisschen angehört. Und dieser ZDF-Redakteur, der ist im roten Bereich gedreht. Der ist also vollkommen ausgeflippt. Der hat zum Schreien angefangen. Der hat gedroht, dass er die Runde jetzt verlässt. Und so ein Blödsinn. Das ist ja der typische Anti-Amerikanismus. Und ich habe das genau beobachtet. Ich habe das nochmal angeschaut, wann der Punkt war, wo er gekippt ist. Und da ist mir aufgefallen, Das ist etwas, was immer wieder passiert mit Menschen, die so in diesem System verhaftet sind oder es viele Jahre und Jahrzehnte in diesem System drin waren, dass sie es einfach nicht hören wollen. Ja, das genau. Warum ist das? Ja, das weil sie stolz drauf sind, dass sie endlich sich das gemerkt haben, was ihnen eingetrichtert wurde. Und wenn sie jetzt hinterfragen würden, ist das unbequem. Sie würden quasi ihr eigenes Leben ad absurdum führen. Ja, sie hätten die Lüge gelebt, oder? Das ist so, wie wenn du einem Alkoholiker sagst, du bist abhängig. Aha. Da, 10%, ich weiß es nicht, 10% sind sie vielleicht dankbar und sagen, okay, ich mache einen Entzug, und 90% sind sauer, weil der Alkohol bringt sie durchs Leben. Aha. Vielleicht ist das so. Gutes Bild. Also in den Redaktionsstuben der meisten Fernsehsender, da ist der Alkoholikeranteil deutlich über 2/3. Ups, mal nebenbei. Anders hält man es da vielleicht auch gar nicht aus. Ja, ja. Aber das, was du sagst, Robert, die sind eben konditioniert. Also das fängt ja bei unserem Verbildungssystem eben ja schon an. Was bringt man den Kindern eben bei? Ja. In der Kita, im Kindergarten, in der Schule, an den Unis und dergleichen. Du wirst im Prinzip erzogen, genau um diesen Job als Rädchen im System zu erfüllen, an dem du dann mit deinem Fachwissen eben auch landest. Und was anderes existiert einfach dann gar nicht mehr in deiner eigenen Realität. Und wenn dann jetzt eben jemand kommt wie du oder eben auch ich, der irgendwie die Dinge anders betrachtet und sich nochmal eigenes Nachdenken erlaubt und vielleicht sogar noch selbstverantwortliche Entscheidungen dann trifft, dann schmeißt es denn sowas von aus der Bahn. Das sind im Prinzip immer nur Emotionen, das ist nie also begründet von Fakten. Also der Herr Bartels, den du nennst, war aber ein Kollege von meiner Frau, der ist also sonst nicht so, aber man hat einfach dann einen Punkt bei ihm getroffen und dann rasten die also förmlich aus. Der macht einen vernünftigen Eindruck, der Typ. Ja, das ist aus dieser Konditionierungsecke heraus, und wenn du an diesen Glaubenssätzen rüttelst, dann bist du also entweder ein Verschwörungstheoretiker, du bist der Feind oder was auch immer. Yeah. Also man versucht wirklich mit Klauen, mit Zähnen, mit Krallen dieses System, dieses Obwohl Bild, es offensichtlich falsch ist. Ja, ja, obwohl es offensichtlich falsch ist. Und weil 9/11 ist ja, da ja. Muss ja, das kapiert ja ein Zehnjähriger, oder? Das ist ja wohl offensichtlich, das ist ja der Urknall aller Aufklärungsbewegungen. Ja, ja. Ja, also die Kinder übrigens, die 3, 4, 5, 6, 10-Jährigen, die verstehen sowieso am meisten, weil die sind noch einigermaßen klar im Kopf, bevor sie dann im System quasi umerzogen werden. Also Eugenik lässt auch grüßen an der Stelle. Aber ich habe in solchen Diskussionen bis manchmal dann auch fast leid in Gesprächen. Und mein goldener Satz, um das dann einfach zu lösen, ist dann manchmal, naja, Ignoranz ist auch eine freie Willensentscheidung im Zeitalter der Informationstechnologie. Und dann rattert es auch bei den meisten, und man kann ja alles an Fakten überprüfen, und dann ist oftmals auch Ruhe im Karton. Ich habe auch einen guten Satz neulich aufgeschnappt, ein Satz nur, man kann diesen Satz anwenden eigentlich bei fast allen, wenn dann irgendeiner kommt und hat so ein Argument gebracht, dann kann man sagen, das ist aber ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Und den kannst du eigentlich, den kannst du in jeder Situation. Das beendet aber auch das Gespräch. Wir haben im österreichischen Fernsehen auf Puls 4 öffentliche Diskussion über 9/11 gehabt. Die war super. Ja. Mhm. Hast du gesehen? Ja. Ja, ja. Und der Typ vom Standard. Da Willi Wimmer. Da warst du mit Willi Wimmer drin gesessen. Ja, ja. Und da habe ich richtig gemerkt, jetzt, also im Pausengespräch, der Don Peter F. Jordan. Peter Frey heißt der, oder? Erik Frey, ja, glaube ich. Also der ist geküpft wie ein Rumpelstilzchen. Ich habe richtig gemerkt, mir sitzen drei Leute gegenüber, Erik Frey, Don F. Jordan und dieser nennt sich Physiker und Kabarettist, ich habe ihn eher als Zweiteres wahrgenommen, ne? Der sagt, es kann nicht Nanothermit gewesen sein, weil dann hätten die Terroristen rote Hände gekriegt.
Okay, so wird argumentiert im öffentlichen Fernsehen. So, da sitzen mir diese drei Leute gegenüber und ich will niemanden beleidigen. Ja, sind ja auch Menschen nette, vielleicht privat. Ich hatte das Bild, da sitzen jetzt diese drei behaarten Wesen. Der eine haltet sich den Dings, die Ohren und die Augen zu. Ja, ja. Es darf nicht sein, was nicht sein darf. Ja, und sie gingen nicht auf die Argumentation ein, warum die Geschossdecken praktisch im freien Fall eingestürzt sind. Die Moderatorin, die sich damit beschäftigt, die Corinna Milborn, sagt sogar noch, ja, ist doch egal, ob 16 oder 9 Sekunden. Und sagt, nein, das ist genau der entspringende Punkt. Also das 7 Sekunden mehr oder weniger. Das ist der Smoking Gun. Das ist der Smoking Gun. Ja, ja, und die sind auch nicht darauf eingegangen, wie ich im Anfang im Trailer schon gesagt habe, World Trade Center 7, 184 Meter, glaube ich, hoch, eingestürzt, ohne Flugzeugkontakt, ohne Sprengstoffe. Darauf wird nicht eingegangen, weil es nicht ins Schema passt. Sein Auftrag ist, die Theorie, die man vermeintlich aufstellt, zu widerlegen. Mhm. Und da wird mit allen Mitteln drum gekämpft. Und da geht es, glaube ich, mehr um Selbstdarstellung, also um sich behaupten, als der Wahrheit zu dienen. Und ich finde, ein Politiker oder zwei Redakteure sitzen da, die diesen Grundauftrag nicht verstanden haben. Die müssten sich eigentlich zu Tode schämen, dass sie für diesen Job, den sie machen, Geld verdienen. Denn eigentlich müssten sie dort sitzen und ich müsste deren Theorie kritisieren. Ja. Ich bin keine Journalistin, ich bin Juristin und prüfe etwas und setze mich in eine Fernsehsendung. Und der müsste eigentlich aufgrund seines Berufsethos auf meine Argumentation eingehen und zumindest einmal prüfen, ist das möglich oder nicht. Das wurde überhaupt nicht getan. Eine Ermittlungshypothese. Ja, das genau. Das ist immer der Plan. Genau. Ja, stattdessen wurde ja 5 Minuten auf Willy Wimmer rumgehackt, weil er irgendwie die Friedensaktivisten, die jetzt nach Russland gefahren sind, verabschiedet hat. So, ja. Und dann haben die noch eingestreut, der Don F. Jordan, Putin ist ja ein Massenmörder. Dann bin ich dem entgegentreten und gesagt, wenn Putin ein Massenmörder ist, ist eher Obama und ihr lieber, wie der geheißen, der George W. Bush, Massenmörder, aber sicher nicht Putin. Dann hat der Willy Wimmer gesagt, ja, natürlich bin ich Putin-Versteher, ich bin sogar Putin-Liebhaber, hat er, glaube ich, sogar gesagt. Ja? Mhm. Also, seit wann ist denn bitte Verständnis etwas Rechtsextremes oder etwas Schlechtes? Putin-Versteher ist ein absolutes Kompliment. Ich finde auch. Das bedeutet, du hast dich mit der Materie auseinandergesetzt, genau. Du verstehst. Ja. Das. Aber die Keule, kann ja nicht falsch sein. Die Keule wird halt immer ausgepackt und ich fand es so genial, wo man einfach versucht hat, in den Lückenmedien im Westen, dann, wie einfach die Lebensmittel abgekippt wurden an der Grenze. Also, ja, schaut mal den bösen Putin an, der lässt sein Volk verhungern, lässt das Lebensmittellieferungen nicht durch. Da war der einfach nur die Verpackung gelesen, was genveränderte Organismen, nee, den Scheiß brauchen wir nicht. Und hat gesagt, nee, das ist der Importverbot, also das wollen wir gar nicht haben. Also, der weiß schon im Großen und Ganzen, was er macht. Und also, ich finde es auch ganz gut, dass er zumindest als ausgleichende Kraft momentan eben so agiert, wie er agiert. Ansonsten hätten wir vielleicht schon viel, viel schlimmere Brandherde noch auf der Welt, wie wir sie heute ohnehin schon haben. Also ich zumindest als ausgleichender Faktor, wenn nicht sogar als Freund der Europäer und auch vor allen Dingen von Deutschland, schätze ich ihn schon auch sehr. Also ich zähle mich durchaus auch zu den Putin-Verstehern. Ich mich auf jeden Fall. Also der andere spielt Monopoly, er spielt Schach. Ja, der ist doch im Deutschen Bundestag gestanden und hat auf Deutsch eine Vermittlungsrede gehalten, im schönsten Deutsch, und hat erklärt, und warum die Achse Deutschland-Russland wichtig ist. Er hat das Spiel durchschaut, diese Balance-of-Power-Strategie, die wir am Anfang angesprochen haben, diese Destabilisierungsstrategie, die angewandt wird von Anglo-Amerikanern in Eurasien, hat er vollkommen durchschaut und will aussteigen und hält der Regierung die Hand hin, es wird genickt und kurz darauf wird wieder das Gegenteil gemacht und nicht auf das gehört, was der Herr Putin sagt, weil es offensichtlich nicht, ich fantasiere jetzt, der Auftragslage entspricht, die Merkel vom Obama oder vorher vom Bush gekriegt hat. Ja? Aber wir sitzen ja in unserer eigenen Filterblase und informieren uns nur das, was, und wir informieren uns von dem, wo wir uns selber bestätigen. Ja. Ich habe 2 interessante Artikel gelesen und Sendungen gesehen, ich habe es auch mitgebracht, das können wir auch vielleicht auch mal einstreuen. ZDF, das Wort postfaktisch wurde zum Wort des Jahres gewählt. Also quasi, wenn man sich nicht mehr von Fakten
informieren lässt, sondern nur noch für Informationen. Und dann haben die mit so einer jungen Redakteurin eine Animation gebracht. Sie hat dann erklärt, ja, was ist denn eigentlich eine Filterblase? Das sind Menschen, die sich quasi nur noch von sich selber informieren, die nicht mehr die Fakten an sich ranlassen, sondern quasi nur noch in einem geschlossenen Kokon sitzen, in einer Filterblase des Internets sozusagen und die Fakten ausblenden. Und da habe ich mir dann echt gedacht, holy shit, das ist eigentlich genau die Beschreibung von der Frau, die da spricht, weil die jetzt in dem Moment genau das macht, was sie den anderen vorwirft. Sie nimmt nicht beide Seiten, also sprich 9/11, offizielle These, das, was eigentlich wirklich passiert ist, sondern die nimmt nur das an, was man ihr vorgekaut hat, stellt es dann aber als die Wahrheit hin. Ja. Und das ist, also, das ist so eine Art Doppeldenk, oder wie heißt das? Neusprech? Neusprech, Doppeldenk, aber es ist auch eine technologisch gesteuerte Entwicklung, und zwar ganz massiv. Der Harald Welser hat es exzellent beschrieben in seinem Buch Smarte Technologie oder Smarte Diktatur. Und er schreibt dann über sich selber aufgrund der ganzen Algorithmen und dergleichen. Wenn er jetzt ins Internet geht, kriegt er immer dann eine Kaufempfehlung für sein Buch, das er geschrieben hat, weil er ja immer wieder über seine Themen dann wird es wieder wo gespeichert. Es führt bei ihm dann, wie er schreibt, natürlich nicht zu einer Kaufentscheidung, weil er hat sie schon zu Hause. Aber das ist eben diese ego-getriebene Selbstblase, die sich immer wieder nur aus eigenen Dingen, du lädst die biometrischen Daten hoch, jeder Zahlvorgang ist digital erfasst, mit dem Konto verknüpft, und dann geht es eben auch so weit, dass du praktisch, wenn du joggen gehst und willst dazu irgendwie Musik hören, dann wäre es ja fatal, wenn du dir Musik selber aussuchst, dann ist vielleicht der Rhythmus gar nicht passend, wenn du dir selber ein Lied aussuchst, sondern lieber lädst du, um die Verantwortung abzugeben, heute als Verbraucher, als Konsument, deine biometrischen Daten hoch zu irgendeinem Streamingdienst, dann wird dein Puls gemessen und die Stimmungslage noch abgecheckt an irgendeiner Smartwatch. Und dann wird eben genau die passende Musik zu deiner Stimmung, zu deiner Verfassung gespielt. Das mag sich dann vordergründig schon gut anfühlen, aber das ist dieser schleichende Prozess, dieser Digitalisierung des Internets der Dinge. Also wir sind alle nur noch irgendwann, wenn es so weitergeht, in einer Blase in uns selbst gefangen. Da gibt es dann nichts Neues mehr an Informationen. Dann gibt es auch keine Weiterentwicklung mehr. Aber du hast nur Lernerfolge, wenn du neue Informationen eben an dich heranlässt und die auch prüfst. Und das im Zusammenhang mit diesem Big Data, RFID-Chip-Technologie, oder auch Prism, die Programme, Snowden, die Dokumente, die der das ja auch geleakt hat. Also das ist schon eine ganz bewusste und gezielte Entwicklung, die man also massiv auch vorantreibt. Und das hilft, sagen wir mal, dem Selbstständigwerden der Menschheit nicht unbedingt. Und da müssen wir auch ein bisschen bewusster vielleicht mit umgehen, so schön die smarte Technologie ist. Also ich bin jetzt nicht der komplette Gegner davon. Aber ich finde es schon sehr bedenklich, wie manche Musiker behaupten, die Frage stellen, ja, was ist jetzt, wenn es alle Navi-Satelliten zerreißt? Also wenn alle Satelliten da oben explodieren, dann finden vielleicht die Hälfte der Leute nicht mehr heim. Also wenn man solche Fragen schon auch im satirischen Bereich ansiedelt, also da ist schon ein bisschen was dran. Da fahren auch weniger dann in die Elbe rein. Da fahren auch weniger in die Elbe rein, ja, genau. Also weil du fährst dann nur noch blind irgendwie in der Stimme nach und checkst gar nicht mehr, was da eigentlich los ist. Und nicht umsonst, wir haben es in einer Sendung, die wir gemacht haben, auch schon mal besprochen, das Thema Zombies. Die Mischung aus Smartphone und Zombie, also die lebenden Toten oder die Untoten, die nur noch mit dem Gesicht an irgendeinem Display kleben. Und das ist dann die perfekte Ego-Blase und du kriegst überhaupt nichts mehr mit. Und da ist Aufwachen mehr wie angesagt. Ja, bevor Skynet übernimmt. Ja, na, Big Data ist ja das Stichwort, das werden wir auch nicht aufhalten können. Und das steckt ja immer eigentlich, also aus den Kinderschuhen ist es jetzt vielleicht gerade rausgewachsen, aber da stehen wir ja immer noch ganz am Anfang. Also ich habe mir das mal angeguckt, ich glaube Stanford war es, die diesen Algorithmus jetzt erschaffen haben. Da hat ja auch einer einen Vortrag gehalten, der für sich in Anspruch genommen hat, er hat Trump zum Präsident gemacht, indem er diesen Algorithmus, dieses Mikro-Targeting sozusagen konzipiert hat, wo er anhand nur weniger Facebook-Likes, die jemand gemacht hat, im Prinzip diesen Menschen schon ziemlich gut einschätzen kann. Also ich glaube, 3 Likes reichen aus, um diesen Menschen bereits nach Hautfarbe, Geschlecht und so weiter bestimmen zu können. 17 Likes reichen aus, um den Menschen besser einschätzen zu können als der Arbeitgeber. Irgendwie mit 68 Likes kennt der Algorithmus dich schon besser als dein Ehepartner, und mit über 100 Likes kennt die Maschine dich besser als du dich selbst. Und damit kannst du natürlich ganz, ganz, ganz gezielt jede personalisierte Werbung oder Wahlempfehlung und so weiter geben, die dich dann eben auch genau dort abholt, wo du bist. Ja, also die wissen dann ganz genau, wie
die dich sozusagen in eine bestimmte Richtung manipulieren können. Aber gegen Big Data kann man überhaupt nichts machen. Ich kann da nur jedem empfehlen, da mal ein paar Likes zu setzen von Sachen, die man vielleicht nicht mag, um da Verwirrung zu stiften. Oder mal bei Amazon, was weiß ich, eine Creme zu kaufen, um die zu verwirren oder so. Oder vielleicht uns als Publizisten, unseren Lesern und Zuschauern und Käufern zu empfehlen, dass ihr das nächste Produkt, meinetwegen Rammstein, das letzte Gefecht bei Amazon bestellen und am besten den aktuellsten, beklopptesten Blockbuster, der aber Topseller ist, damit Amazon sozusagen jeden, der dann diesen Topseller kauft, dann diesen Film mitempfiehlt. Also vielleicht können wir auch in die Richtung kreativ werden, dass wir Big Data einfach überlisten. Ja, das ist ein hervorragender Ansatz. Also du hast jetzt wirklich mir aus dem Mund genommen, wir müssen aufwachen, kreativ werden, weil ansonsten ist alles vorher bestimmt. Also das wird das richtige Wahlvolk zur Urne selektiert, es werden einfach dir nur noch die Dinge angeboten, die du selber wirst, ist auch die Bestrebung von diesem Transhumanismus, also ladst dein Bewusstsein irgendwie auf eine Festplatte hoch, in die Cloud oder sonst wohin und lebt dann ewig weiter mit deinem Bewusstsein. Und selbst die ganzen Superstars, die irgendwo in der Garage angefangen haben, es sind ja immer zwei Jungs in der Garage und dann haben sie nach ein paar Jahren ein 10 Milliarden Dollar Unternehmen, wobei es meistens ja von der CIA finanziert ist, wie wir mittlerweile wissen. Also das ist schon auch eine ganz bewusste Entwicklung. Und verwirren, also das scheint mir auch da eine mögliche Form der Lösung zu sein. Also wenn wir uns einfach immer nur so verhalten, wie das System das von uns annimmt, dann wird es auch nicht gut ausgehen. Und auch diese Technik ein bisschen weniger benutzen, ein bisschen reduzierter benutzen. Es können auch so Dinge wieder her wie einmal in der Woche oder einmal im Monat, wenn ich am Familienstammtisch, dass man einfach mal die Kiste auslässt, dass man wieder miteinander spricht und nicht SMS, Sims oder sonst irgendwas macht. Also all diese Dinge mit den Kindern raus in die Natur, also zum Beispiel Wildnisschulen. Also man hat festgestellt, dass Kinder in der Natur mit der Anbindung lernen in 2 Stunden das, was andere 8 Stunden in einer normalen Schule lernen und das besser. Und natürlich werden wir es nicht hinkriegen, jetzt im System mit vielleicht noch irgendeinem Politiker wählen, der wird den Lehrplan auch nicht ändern, weil er gar nicht kann und darf. Also wir werden es nicht hinkriegen, das Bildungssystem zu ändern, indem wir Lehrpläne versuchen umzuschreiben, sondern wir müssen halt neue Schulen gründen, freie Schulen machen, Wildnisschulen auf den Weg bringen und dergleichen. Und dann machen wir die anderen eben überflüssig und schaffen sie damit eben ab. Also das sind so diese Lösungsansätze, die du ja auch meinst. Vor allem einmal einen Weg auch von innen herausgehen. Ja? Nicht nur von außen, die Struktur ändern ist auch wichtig. Das ist eine Revolution. Also Revolution zielt auf die Veränderung, die du ansprichst, der Struktur nach. Die kommt nur von innen. Aber ich meine die Rebellion. Also das von innen heraus zuerst bei sich anfangen, erkennen, was tut mir gut. Wir haben zuerst geredet über Barfuß gehen, Erdung, Boden. Wieder mal mitkriegen, wo ist mein Körpergefühl? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut, und das Verhältnis zu den Mitmenschen zu hinterfragen. Denn ohne dass wir Frieden in uns selber finden, werden wir es draußen auch nicht schaffen. Geht nicht. Ja. Habt ihr eigentlich Hoffnung fürs nächste Jahr? Jetzt mal Trump hin oder her, ist jetzt egal, sondern was ist eure Einschätzung vom nächsten Jahr? 2017 steht es vor der Tür. Was glaubt ihr, wird auf uns zukommen? Angela 4.0? Die AfD vielleicht irgendwie größer oder nicht? Ich rede jetzt nur aus dem Gefühl, intuitiv. Das sagt mir schon seit längerem, es passiert was, wovor viele Menschen Angst haben. Und ich habe spürbar Hoffnung. Ich spüre es wird irgendwas zerstört. Ich weiß nicht, Thor ist so irgendwo, steckt ja schon im Namen Donner drinnen. Thor ist so irgendwie Donnergott, mein... Wenn ich an Götter glauben würde, wäre es Thor, der mit dem Hammer was zermalmt und dann wächst was Positives draus. Ich sehe in einer Zerstörung auch das Positive. Ja? Und ich will jetzt nicht sagen, es kommt ein Krieg oder irgendwas. Die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich von Monat zu Monat. Aber ich spüre intuitiv, es kommt eine Umwälzung. Aber ich spüre auch, dass was Reinigendes kommt. Was das jetzt konkret ist, darüber will ich nicht nachdenken. Es ist ein Gefühl, das ich jetzt hier, glaube ich, zum zweiten Mal in irgendeiner Sendung artikuliere. Und wenn ich dann gefragt werde, was ist es genau, weiß ich nicht. Ich will nicht Kaffee Sud lesen. Ich habe jedenfalls keine Angst. Ja? Vielleicht ein Meteoreinschlag auf der Fährt. Also, das wäre so ein göttlicher Donnerschlag. Das wäre wirklich ein Zeichen. Vielleicht reichen sich wirklich Putin und Trump die Hände, keine Ahnung. Aber vielleicht kommt auch sowas wie
wie diese, da gibt es doch immer diese Prophezeiungen, jeder Seher sieht immer irgendwas und das passiert dann, das sind alles so self-fulfilling prophecies, so wie im Alten Testament, es kommt der Krieg und der Messias und dann die Offenbarung, die hat irgendein schizophrener Mönch auf einer Insel geschrieben, kommt aber nicht von Jesus selber, der da sagt, es kommt das große, es gibt Menschen, die glauben an das. Die wollen praktisch, die Wikinger haben glaubt an Ragnarök, die Juden glauben an eine Apokalypse, die Christen glauben an eine Apokalypse und ich glaube die Muslime auch. Ja, wenn die alle das glauben, dann wird es wahrscheinlich auch passieren. Ja? Ja, dann sollen sie es haben. Ich glaube nicht dran und habe aber keine Angst davor. Ich sage es ganz offen. Ja? Und ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Und das bin ich auch schon öfter gefragt und ich halte mich jetzt kurz. Ich habe 2012 eine Toderfahrung gehabt. Die war mit dem Atemstillstand, die war wunderschön. Ich habe keine Angst abzutreten. Okay. Ich weiß, es gibt eine Seele, ich weiß, es gibt unendliches Bewusstsein. Das sind wir Menschen, wir sind nichts anderes. Und das ganze System lebt im Endeffekt davon, dass wir glauben sollen, wir sind nur Robert Stein mit Sozialversicherungsnummer, Steuernummer und wir leben in diesem kleinen Kästchen und das war's dann. Davon lebt das System. Ich spiele mit. Ich hab's für mich, meine Wahrheit durchschaut. Spiel mit, tu mein Bestes dazu, dass wir Frieden haben, aber ich habe nicht den Anspruch, die Welt zu verändern. Das kann ich nicht. Ja? Ich kann einen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird. Das habe ich gemacht und damit kann ich mal in den Spiegel schauen. Ich gefalle mir ganz gut. Und so klein ist der Beitrag gar nicht, weißt du? Deine Bücher, die haben schon was. Ja? Danke, aber es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein im Endeffekt. Ich hoffe auf viele Tropfen, ja? Aber ich denke, das ist alles, was man tun kann. Und wenn es nicht jemand in dem System macht, in dem ich mich bewege, wer soll es sonst machen? Ich kann es ja nicht von einem Bäckerlehrling erwarten. Jetzt nichts gegen Bäckerlehrlinge, die machen eh den wichtigsten Job von dem abgesehen. Ja. Aber ich kann nicht von einem Bäckerlehrling oder von einem Fliesenleger erwarten, dass er jetzt ein Buch über militärstrategische oder geostrategische Themen schreibt, wenn ich an der Quelle sitze. Ja, ja. Oder mich anders damit auseinandersetze. Es muss immer oder sollte der tun, der gerade damit in Berührung ist und es sollte niemand ein schlechtes Gewissen haben. Jeder Beitrag ist wichtig und ich bin dafür, dass wir viel mehr in der Gegenwart leben, den Moment genießen, einfach einmal ein- und ausatmen und einmal von diesem ganzen Hirnschrott befreien, sei es Mainstream-Medien, sei es Alternativmedien. Alternativmedien sind wichtig, keine Frage, sind ein super Gegenpart, aber das Wichtigste ist in uns selber drinnen und in den Mitmenschen, in dem Moment, jetzt gerade, wo wir drei uns unterhalten und nicht in irgendeiner Zeitung oder in irgendeinem Drehbuch. Schön, dass wir übrigens keines haben für diese Sendung. Ja. Und trotzdem kommt was raus. Wir reden schon wie lange, also ich habe keine Uhr, interessiert mich nicht, dieser Zeitsklaventreiber. Aber im Endeffekt läuft es doch und auf das kommt es an. Und Angst ist doch das Gegenteil von Freiheit. Ich habe auch Angst, aber ich denke mir, ich bin nicht die Angst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe übrigens, also ich bin komischerweise völlig angstfrei. Und ich möchte es für mich ergänzend noch beantworten, um auch da noch mehr anzuknüpfen. Es wird nicht irgendein System oder Politiker für uns lösen und es kommt was auf uns zu. Was genau, weiß ich auch nicht. Aber das ist auch mit der Grund, dass ich eine sehr große Hoffnung habe, warum ich eben auch antrete für eine Systemveränderung. Also du weißt ja, wir haben, meine Frau und ich, vor 1,5 Jahren unser Haus verkauft, haben bei der Bank alles abgelöst, bezahlte, gebrauchte Autos, sind also aus dem Hamsterrad ganz bewusst raus, im Sinne von Frieden mit uns machen, aber auch mit dem System raus. Und jetzt befrieden wir einfach unser Umfeld im direkten Einflussbereich und begeben uns auf eine große europäische Friedensbewegung, die nächstes Jahr im Mai ja stattfinden wird, vom 9. Mai bis 28. Mai, dort kommen wohl 15 Millionen oder mehr in allen europäischen Hauptstädten an. Da wird eine große Friedensenergie manifestiert im Boden von Mutter Erde. Da will ich jetzt den Rahmen der Sendung nicht sprengen. Wir machen da, glaube ich, eh noch einen eigenen Beitrag auch drüber, über die Friedensbewegung. Also ich versuche einfach etwas zu tun. Und die Resonanz, die das hervorruft, ist mittlerweile schon international, also es zieht die Menschen eben an im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also und deshalb habe ich Menschen dürsten nach Frieden. Ja, die dürsten nach Frieden, nach Veränderung, weiter wie bisher, ist auf keinen Fall irgendeine Option. Und darum geht es einfach, dass wir uns auf den Weg machen und die Dinge in uns verändern und eben um uns herum. Und dann ist die Regierung, die Parteien und der militärisch-industrielle Komplex und die Banken gar nicht mehr so wichtig. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, außer Frieden für nächstes Jahr, dann wäre es im Grunde der Zusammenbruch des jetzigen Zins- und Schuldgeldsystems, also sprich das Ende des heutigen Finanzsystems.
und dann lass uns was Vernünftiges entwickeln nach vorne. So würde ich mir 2017 einfach wünschen. Das klingt super. Also vielen Dank für das interessante Gespräch, ja, und danke dafür, so wie du bist. Also ich kannte dich ja nicht so, ich hatte noch nie die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der sich eben für diesen Weg entschieden hat. Und das Einzige, was mich interessiert, wie kann man mit diesen Fingernägeln leben? Das geht doch gar nicht. Super. Das ist doch, wie kannst du da... Fliesen legen ist toll, du kannst toll die Fugenmasse. In diesem Sinne wirklich vielen Dank und euch auch eine schöne Zeit. Gell? Vor allem ebenso. Danke, Robert. Dir auch, Frank. Alles gut. Danke, ja, auch. Macht's weiter so. Euch brauchen wir. Wir geben uns Mühe, von mir auch vielen Dank. Ich will noch Zuschauern auf eine neue DVD von Robert Stein hinweisen. Sehr schönes Motiv, da waren wir wirklich sehr, sehr kreativ. Ich finde, das passt auch sehr gut. Die Resonanz im Internet ist auch groß. Die vielleicht noch, für ganz schnelle vor Weihnachten zu bestellen. Ansonsten ist es wahrscheinlich in ein paar Tagen dann schon zu spät dafür. Also nochmal vielen Dank. Sehr schöne Runde, sehr ergiebig und ja, liebe Zuschauer, Ihnen auch vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.